Und damit hallo und herzlich willkommen zum dritten E-Rezept-Summit hier in Dresden. Mein Name ist Martin Blaschka, ich leite den Bereich Netzwerkveranstaltungen am BIC2-Institut und ich freue mich, Sie heute durch ein spannendes, ereignisreiches und abwechslungsreiches Programm führen zu dürfen. Der dritte E-Rezept-Summit mittlerweile. Das heißt, es gab vorher schon E-Rezept-Veranstaltungen und das ist in der Tat so, das ist nicht unsere erste Veranstaltung in diesem Themenfeld, sondern mittlerweile nicht die dritte tatsächlich, sondern schon die vierte, was daran liegt, dass wir außerhalb des Kanons neben den ersten beiden E-Rezept-Summits im vergangenen Jahr noch die E-Rezept-Welcome-Party im Sommer gefeiert haben. Ja, es war dann am Ende eher ein Party-Line als eine große Party. Den Grund kennen wir alle. Aber nun freuen wir uns hier auch im Jahr 2022 erneut eine Veranstaltung rund um die Einführung des E-Rezepts in Deutschland organisieren zu dürfen. Und das erstmals auch mit einem Novum. Das heißt, im Vergleich zu den letzten Veranstaltungen hat sich ein bisschen was verändert. Das als Information für alle, die auch im letzten Jahr hier schon mit dabei waren. Wir haben nämlich erstmals zwei Teilveranstaltungen. Das heißt, ich begrüße Sie hier an dieser Stelle nun zu Teil 1 unter dem Titel Quo Vadis E-Rezept, Update und Fachdialog mit den Expertinnen und Experten. Und diese Teilveranstaltung wird nun im Umfang von 2,5 Stunden bis ca. 15.30 Uhr gehen. Und dann haben wir erstmals im Anschluss noch eine zweite Teilveranstaltung, nämlich unter dem Titel How-to E-Rezept, der Praxisguide für Versicherte und Patientinnen, werden wir erstmals die Fachbrille absetzen und tatsächlich das Thema E-Rezept und seine Einführung in Deutschland auch für ein breites Publikum, nämlich für die breite Masse an Versicherten und Patientinnen in Deutschland aufbereiten. Aber dazu an späterer Stelle mehr. Und bevor ich nun einmal einführen darf in das Programm, was Sie an den heimischen oder an den Büroempfangsgeräten heute erwartet, einmal durch das Programm führen darf, freue ich mich, hier den Mann neben mir begrüßen zu dürfen, Frank Böhmer. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Scanex. Und in den Räumlichkeiten von Scanex sitzen wir hier auch heute mit unserem Studio. Dafür an der Stelle schon mal vielen Dank, Frank. Und du bist damals mit Scanex, 2016 war es, angetreten, um nicht weniger als die digitale Revolution im Gesundheitswesen voranzutreiben. Und wenn es nach dir geht, dann ist diese digitale Revolution oder ein Auslöser für diese digitale Revolution durchaus auch das E-Rezept. Man könnte also sagen, von deiner Perspektive aus kann es eigentlich schnell genug gehen. Du wartest sehnsüchtig eigentlich schon seit unserem ersten E-Rezept-Summit 2021 auf die Einführung. Wie hast du die letzten Wochen, Monate, Jahre erlebt? Also da hast du recht. Ich warte sehnsüchtig, wie das gesamte Team. Aus unserer Perspektive waren die vergangenen Monate turbulent, aber erfolgreich in der Zusammenarbeit. Erfolgreich deshalb, weil wir gesehen haben, dass viele Unternehmen, auch Wettbewerber im Markt, gemeinsam, unter anderem unter der Anleitung der Gematik, versucht haben, konstruktiv den technischen Prozess der E-Rezept-Einführung oder des E-Rezeptes umzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gesehen, wie Beteiligte kontrovers die Einführung diskutiert haben. Und das wird sicherlich auch einer der Punkte heute für den Summit sein. Ja. Ja, du hast es angesprochen, es läuft ja nicht alles reibungslos an der Stelle oder auf der Agenda E-Rezept. Woran könnte das deiner Erfahrung nach liegen? Wie könnte man die Prozesse denn beschleunigen, dass wir vielleicht nicht in 3 Jahren dann noch den fünften E-Rezept damit machen müssen? Also ich habe ich würde sagen, dass wir eine Herausforderung bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten haben. Das heißt also, wir orientieren uns häufig am schwächsten Glied in der Kette und berücksichtigen nicht die aktuellen technischen Standards oder gar den Kundennutzen. Da sehe ich großes Verbesserungspotenzial. Ich glaube, da müssen wir unbedingt jetzt ran. Ich denke, dass wir besser sein könnten bei der Durchsetzung auch geltenden Rechts. Da weiß man auch zum Beispiel gerade aus unserem Alltag, wie wertschätzend Lob sein kann oder auch ein Bonus an der einen oder anderen Stelle. Ich denke, da müssen wir drüber nachdenken, ob wir Early Adapter, wie das ja neudeutsch heißt, oder Leute, die am Anfang die Pilotphasen begleiten, entsprechend auch honorieren und im Gegenzug natürlich Leute, die auf der anderen Seite bremsen oder gar spät in die Projekte einsteigen, vielleicht mit einem Malus versehen.
Und der dritte Punkt, den ich für wichtig halte, ist das Thema Kommunikation. Das heißt also, wir erleben immer wieder, wie Experten aus dem Gesundheitswesen, die jahrelang in ganz unterschiedlichen Professionen unterwegs sind, vom E-Rezept überhaupt keine Ahnung haben. Und das Gleiche gilt natürlich, das sehen wir auch in dem zweiten Teil, für die Menschen. Und das ist auch das, wofür wir ja alle hier arbeiten. Wir brauchen dort eine deutlich mehr Kommunikation, sodass wir das E-Rezept zu den Leuten bringen, für die wir arbeiten, also die Menschen in Deutschland. Genau. Und das war ja auch einer der Anlässe, warum wir uns entschieden haben, den Summit in diesem Jahr etwas anders zu organisieren, dass wir gemeinsam mit dem TV-Journalisten Peter Escher eine Art Ratgebersendung umsetzen, um so auch, sage ich mal, das E-Rezept in den Alltag oder zu den Menschen zu bringen. Ja. Nochmal ein Teaser auch für den zweiten Teil, der uns dann ab 16 Uhr erwartet, unter dem Titel How to E-Rezept. Auch keine Sorge, wer sich jetzt nicht explizit dafür angemeldet hat, die Zugangsdaten erhalten Sie trotzdem. Aber Frank, um noch einmal nachzufragen, zwei Teilveranstaltungen, das hat natürlich auch den Komplexitätsgrad nicht unmerklich erhöht. Also unser Team weiß das und alle Partner auch. Also es wäre ohne die Partnerunterstützer und Sponsoren nicht möglich gewesen. Viele der Firmen, die jetzt hier uns in den letzten Monaten begleitet haben, sind auch heute in den Panels vertreten. Uns ist es wichtig, ein breites Bild zu bekommen. Insofern freue ich mich auf eine kontroverse Diskussion natürlich auch. Unterschiedliche Einblicke, positiv, negativ, was können wir besser machen? Inspirierende Einblicke und unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir damit einen Beitrag leisten, um das E-Rezept dem Alltag einfach ein Stück näher zu bringen. Genau. Vielen Dank, Frank. Und wir werden dich an späterer Stelle noch einmal wiedersehen, nämlich im Rahmen unseres zweiten Panels. Das trägt den Titel Das E-Rezept weitergedacht und der Name ist dort Programm. Denn zum einen digitalisiert das E-Rezept natürlich einen bisher analogen Prozess, aber als solche Transformation bildet es natürlich auch den Grundstein dafür, noch weiterzudenken und dann tatsächliche digitale Transformation anzustoßen. Ich freue mich drauf und Frank, dann bis später an dieser Stelle. Nun wollen wir einmal durch das Programm blicken, was uns in den nächsten knapp 2,5 Stunden hier an dieser Stelle erwartet. Und es ist ein buntes Programm, es ist ein abwechslungsreiches Programm, zentriert um zwei große Diskussionspanels, aber ebenso einige Impulse und Grußworte. Und wir werden gleich nach dieser Einführung, nachdem ich Sie einmal durch das Programm geführt habe und auch noch ein, zwei technische Details losgeworden bin, werden wir starten mit zwei Grußworten. Und hier freuen wir uns zum einen auf das Grußwort von Dr. Susanne Utzegowski, seit April Leiterin der Abteilung 5 Digitalisierung und Innovation im Bundesministerium für Gesundheit. Und anschließend auch noch ein Grußwort von Dr. Markus Lake-Dieken, der Alleingeschäftsführer der Gematik. Anschließend bleiben wir bei der Gematik und hören die Keynote eines Kollegen von Herrn Dr. Lake-Dieken, nämlich den Hannes Neumann. Er ist Produktmanager der Gematik. Er wollte heute gerne auch hier sein, ging aus persönlichen Gründen leider nicht. Das heißt, er wird uns digital zugeschaltet sein und uns einen Einblick geben, wo stehen wir denn in Sachen Einführung des E-Rezepts in Deutschland aktuell und dann natürlich auch nochmal auf die jüngsten Ereignisse referenzieren, unter anderem den Gematik-Gesellschafterbeschluss von vor einigen Wochen. Anschließend erwartet uns dann schon das erste große Diskussionspanel an dieser Stelle. Das heißt, hier, wo aktuell noch Frank und ich sitzen, werden dann unsere Gäste Platz nehmen. Wir freuen uns sehr auf eine spannende Diskussion unter dem Titel Das E-Rezept im Alltag. Und die Diskutantinnen und Diskutanten sehen Sie an dieser Stelle. Ich möchte jetzt der Moderatorin nicht vorweggreifen und hier bereits an dieser Stelle vorab alle vorstellen. Aber wir freuen uns dann hier gleich, Dani Hildebrand begrüßen zu dürfen, die dann das Panel leitet und moderieren wird. Anschließend freuen wir uns auf einen kleinen Einspieler und anschließend auch auf die bereits zweite Keynote des Tages, hier gehalten von Janine Peine und Carmen Brünig von ETL Advision. An dieser Stelle mal ein etwas anderer Impuls zum Thema E-Rezept, nämlich welche steuerrechtlichen Konsequenzen das Ganze mit sich bringt. Sicherlich auch für viele von Ihnen spannend, wenn es dann darum geht, das E-Rezept tatsächlich alltäglich zu handeln. Anschließend haben wir eine weitere Keynote
und zwar von Dr. Stefan Knupfer. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der AOK Plus und wird eben aus Kassenperspektive noch einmal einen Blick über das E-Rezept schweifen lassen. Und anschließend gehen wir dann über in unser zweites großes Diskussionspanel. Moderieren wird dies Ralf König. Er ist Vorstand des neu gegründeten E-Rezept-Enthusiasten e.V. und darüber hinaus auch Mitgründer von Honig, ehemals Mitglied des Health Innovation Hub am Bundesministerium für Gesundheit. Und auch an dieser Stelle möchte ich gar nicht weiter vorweggreifen und schon die Panelistin vorstellen. Sie sind, wie gesagt, auf der Folie abgebildet und zu Beginn des Panels wird es da natürlich noch mal eine Vorstellung geben. Kleiner Spoiler, den Frank haben Sie jetzt an der Stelle schon kennengelernt. Und damit sind wir tatsächlich dann auch schon am Ende unseres Programms, hoffentlich pünktlich um 15.30 Uhr angelangt. Und bevor wir jetzt hier in unsere ersten inhaltlichen Aspekte einsteigen, noch ein paar technische Grundlagen. Zum einen, Sie verfolgen diesen Livestream wahrscheinlich im Moment über verschiedene Kanäle, im Idealfall über unsere Webseite www.erezeptsummit.de, gegebenenfalls aber auch direkt über YouTube oder über die eingebundene Online-Event-Seite auf Eventbrite. Warum sage ich idealerweise über erezeptsummit.de? Ganz einfach, nur dort haben Sie die Möglichkeit, diesen Livestream nicht nur passiv anzuschauen, sondern tatsächlich auch aktiv dabei zu sein. Was meine ich mit aktiv dabei sein? Ist ganz einfach, wir haben dort ein Chat-Tool eingebunden und über das Chat-Tool können Sie mit uns interagieren. Sie sind natürlich darüber hinaus auch herzlich eingeladen, von diesem Event in die Welt hinaus zu berichten. Wenn Sie das tun wollen, gerne über die einschlägigen Social-Media-Kanäle, nutzen Sie gerne den Hashtag eRezeptSummit oder taggen Sie auch unsere Unternehmenskanäle, nämlich Scanex und das Victor-Institut, und wir werden das an den entsprechenden Stellen dann auch gerne aufgreifen. Noch ein Blick in Slido hinein. Slido ist das Chat-Tool, was wir auf unserer Webseite eingebunden haben. Es ist, würde ich behaupten, sehr intuitiv. Sie müssen im Endeffekt nur als Autorisierung einmal Ihren Namen eintragen und können dann sofort Ihre Fragen loswerden. Wundern Sie sich nicht, dass die Fragen gegebenenfalls nicht gleich auch erscheinen. Das liegt daran, dass wir eine kleine Moderation zwischengeschaltet haben. Liegt einfach daran, dass wir an der Stelle natürlich Spam und eher ungebührliche Äußerungen vermeiden wollen. Das heißt, es bedarf unsererseits noch eines kleinen Klicks und dann sind die Fragen auch freigeschaltet. Aber solange es fachlich und höflich stattfindet, werden wir dort natürlich alle Fragen durchlassen. Eine weitere Sache, die Sie in Slido erwartet, sind interaktive Umfragen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr schön ist, auch für Sie zu Hause oder im Büro oder von wo auch immer Sie den Summit verfolgen, nicht nur Fragen stellen zu können und verfolgen zu können, sondern tatsächlich auch interaktiv mit dabei zu sein. Und das würden wir an der Stelle gern einmal mit einer ersten Frage testen. Und als Frage habe ich zur Einführung mitgebracht. Wie empfinden Sie den aktuellen bzw. neuen Fahrplan für die Einführung des E-Rezepts in Deutschland gemäß des Gematik-Gesellschafterbeschlusses? Diese Frage werden meine Kolleginnen in der Regie gleich freischalten via Slido. Das können wir an dieser Stelle schon einmal tun. Und dann sollte in den nächsten Sekunden via Slido die Umfrage freigeschaltet werden und wir sollten dann gleich die ersten eingehenden Antworten sehen. Es ist eine einfache Auswahl. Wie empfinden Sie die Ergebnisse? Zu schnell, zu langsam, genau richtig. So. Die Umfrage findet schon statt. Wir müssen noch einmal auf Ergebnisse anzeigen, Show Results, und dann sollten wir die auch live sehen können. Genau, wir haben an der Stelle schon mal ein bisschen Vorsprung gegeben und ich denke, das Ergebnis ist recht klar. Dann können wir an der Stelle die erste Umfrage schon beenden, denn über 50% haben an der Stelle angeklickt, dass es zu langsam geht. Frank, ich glaube, da wollen wir nicht widersprechen, aber Sie haben es nochmal schön hinterlegt. Ich denke, da kann noch etwas Zug draufkommen, aber dazu werden wir sicherlich auch gleich noch etwas mehr hören. Die Technik hat geklappt und wir werden jetzt an noch zwei weiteren Stellen auch solche Umfragen sehen, nämlich einmal als Einstieg in das Panel 1 und einmal als Einstieg in das Panel 2.
Und damit gehen wir nun über, und ich freue mich, das Wort übergeben zu dürfen an Dr. Susanne Otsugowski, Leiterin Digitalisierung und Innovation am Bundesministerium für Gesundheit. Frau Dr. Otsugowski, wir freuen uns auf Ihr Grußwort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, heute zumindest digital beim eRezept Summit mitzuwirken. Ja, der eRezept Summit findet ja mittlerweile schon zum dritten Mal statt und ist damit schon so etwas wie eine Institution, von der ganz wichtige Impulse ausgehen. Bei solchen Veranstaltungen zeigt sich, wie groß das Interesse an der Digitalisierung des Gesundheitswesens ist und vor allem, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich etwas gemeinsam zu bewegen. Und die Digitalisierung hat enorme Potenziale. Eine bessere Diagnostik, bessere Versorgung, bessere Prozesse, mehr Schnelligkeit bei der Umsetzung von Innovationen. Die Liste ließe sich noch ewig erweitern, aber ehrlich gesagt hieße das an dieser Stelle, Eulen nach Athen zu tragen. Heute geht es um ein ganz konkretes Projekt, um das elektronische Rezept. Und das elektronische Rezept ist eines der Leuchtturmprojekte der Digitalisierung des Gesundheitswesens, das wir alle gemeinsam zum Erfolg führen wollen. Das eRezept wird Arbeitsabläufe in den Arztpraxen, in den Krankenhäusern, in den Apotheken, bei den Kassen erleichtern und auch die Verordnung, die Abgabe, die Abrechnung von Arzneimitteln sicherer, aber auch nutzerorientierter machen. Lassen Sie es mich ganz konkret machen. Aus Versichertensicht gibt es ganz viele Vorteile. So kann das eRezept medienbruchfrei an eine Apotheke der Wahl übermittelt werden, also beispielsweise bei Rezepten, die telemedizinisch, zum Beispiel bei einer Videosprechstunde ausgestellt wurden, muss der Patient eben nicht mehr persönlich in die Arztpraxis gehen, um das Rezept dann noch abzuholen, sondern kann es direkt auf sein Smartphone abholen. Und genauso gilt das auch bei elektronisch ausgestellten Wiederholungsrezepten, durch die der Versicherte bequem über das Smartphone dieses Rezept abholen kann und eben nicht nochmal in die Arztpraxis gehen muss. Bei Versicherten, die die Rezepte über die eRezept der Gematik nutzen, können sie sich viele Wege sparen. Beispielsweise muss man eben nicht doppelt zur Apotheke gehen, um sein Medikament, welches erst bestellt werden muss, einmal zu bestellen und dann später nochmal hinzugehen, um es abzuholen. Auch wenn ich Botendienste nutze oder Versandapotheken nutze, gibt es eben die Möglichkeit, das Rezept direkt einzulösen und nicht beispielsweise wie bei einer Versandapotheke das Rezept erst noch einmal postalisch irgendwo hinzuschicken. Ja, und damit ist das Rezept eine Anwendung, die jährlich millionenfach genutzt werden wird. Und damit ist auch vollkommen klar, sie muss verlässlich funktionieren. Und aus diesem Grund haben wir uns Anfang des Jahres gemeinsam mit allen Gesellschaftern vereinbart, erst noch einmal Qualitätskriterien zu entwickeln, um gemeinsam und sukzessive das eRezept einzuführen und auch erst noch einmal weitere Erfahrungen zu sammeln, bevor wir das eRezept auf eine breitere Basis stellen können. Ja. Ich freue mich sehr über das Engagement aller Praxen, Apotheken, Softwarehersteller, Dienstleister, die an dieser aktuell noch laufenden bundesweiten Test- und Pilotphase teilnehmen. Wir sind bisher sehr zufrieden damit, wie die Erprobung läuft, und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die Qualitätskriterien jetzt in diesem Sommer erreichen werden. Wir haben gerade erst das 30.000. E-Rezept hier gefeiert. Ja, und damit kann dann auch die verbindliche Umstellung auf das E-Rezept nach einem zeitlich und regional gestuften Verfahren dann auch erfolgen. Und auch hierfür haben wir uns gerade mit allen Gesellschaftern der Gematik, also wirklich einstimmig, mit der Ärzteschaft, mit der Zahnärzteschaft, mit den Apotheken, mit den Kassen, alle gemeinsam dazu entschlossen, die erste Stufe des E-Rezepts ab dem 1. September starten zu lassen, und zwar in Westfalen-Lippe und in Schleswig-Holstein. Und an dieser Stelle schon einmal jetzt ganz herzlichen Dank an diese beiden ersten Vorreiterregionen, von denen wir wissen, dass die dortigen Kassenärztlichen Vereinigungen, die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen, die Apotheken dieses Projekt mit einem ganz großen Engagement und mit einer ganz großen Überzeugung vom Nutzen hier vorantreiben. Weitere Regionen werden in zwei nachfolgenden regional und zeitlich abgestimmten Stufen sukzessive in den E-Rezept-Rollout einbezogen werden, bis das E-Rezept dann schließlich bundesweit flächendeckend als Regelanwendung für die Verordnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln genutzt wird. Darüber hinaus kann aber das E-Rezept natürlich auch schon heute bundesweit überall ausgestellt werden.
Ab dem 1. September werden auch die Apotheken schon flächendeckend in ganz Deutschland E-Rezepte annehmen. Und ich möchte Sie daher hier bei dieser Gelegenheit auch mal ermutigen, machen Sie doch schon heute mit, nehmen Sie schon teil, stellen Sie auch heute schon E-Rezepte aus. Sie müssen nicht auf irgendjemanden warten, sondern Sie können schon heute loslegen. Ja, wir wollen aber nicht beim jetzigen E-Rezept stehen bleiben. Unser Ziel ist es, unter Wahrung von Datenschutz und Datensicherheit natürlich, Raum für neue Anwendungsmöglichkeiten und Angebote zu schaffen, von deren Mehrwert Patientinnen und Patienten profitieren, beispielsweise zur Stärkung der Arzneimitteltherapiesicherheit. Und dazu arbeiten wir gerade an den entsprechenden gesetzlichen und technischen Grundlagen, die es Patientinnen und Patienten ermöglichen werden, ihre E-Rezeptdaten über sichere, standardisierte Schnittstellen mit Mehrwertanbietern zu teilen. Und auf diese Weise wollen wir auch die Nutzerfreundlichkeit und auch den Nutzen des E-Rezepts noch weiter verbessern und Innovationspotenziale heben. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, das E-Rezept wird ein Erfolg und wird uns auf unserem gemeinsamen Weg der digitalen Transformation unserer Gesundheitsversorgung voranbringen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute allen spannende Dialoge, Impulse und Diskussionen beim heutigen E-Rezept-Summit. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für die Möglichkeit, dass ich mich zumindest auf diesem Weg beteiligen kann. Viel Spaß beim heutigen Summit. Ja, und wir haben zu danken, Frau Dr. Otsugowski, für dieses Großwort hier heute zum dritten E-Rezept-Summit. Und ich gebe direkt weiter an unseren zweiten Großwort-Speaker, nämlich an Dr. Lake Deacon von der Gematik. Wir freuen uns auf seinen Impuls zur heutigen Veranstaltung. Liebe Teilnehmer des E-Rezept Summit, ich wäre heute gerne dabei und freue mich dennoch mit Ihnen gemeinsam, denn Sie wissen, gerade jetzt haben wir die 30.000er-Marke der eingelösten E-Rezepte erreicht und erkennbar ist, dass wir Ende Juli vermutlich auch 30.000 abgerechnete E-Rezepte haben werden. Insofern treffen wir uns jetzt alle zum richtigen Zeitpunkt. Am 1. September werden bundesweit die Apotheken in der Lage sein, das E-Rezept entgegenzunehmen. Das ist wichtig, denn alle, die ein E-Rezept verschreiben, müssen den Menschen in Deutschland diese Versicherung geben können. Und nun liegt es an uns allen weiteren, dass das E-Rezept in Deutschland in die Belebung kommt. Zunächst mal an den Krankenkassen, die ihre Versicherten informieren sollten, aber auch an Kliniken, Zahnärzten, Ärzten und Apothekern, die sich ausreichend mit dem E-Rezept bekannt machen wollen. Wir werden sehen, die Dimension des E-Rezeptes übersteigen die des papierenden Rezeptes in rascher Zeitfolge. Deshalb freue ich mich, dass der E-Rezept Summit jetzt zusammengekommen ist und Sie alle gemeinsam jetzt in den weiteren Lauf gehen. Ich wünsche dem E-Rezept Summit viel Erfolg. Die Gematik ist mehrfach vertreten und deshalb wünsche ich uns einen guten Lauf in den nächsten Monaten. Herzliche Grüße aus Berlin. Ja, und ein herzliches Dankeschön nach Berlin, auch an Herrn Dr. Lake Deacon von der Gematik für diese einführenden Worte. Und er hat absolut recht, die Gematik wird hier noch an weiteren Stellen vertreten sein und tatsächlich genau auch an der nächsten Stelle. Nämlich, wir freuen uns jetzt auf unsere erste Keynote des Tages und hier auf Hannes Neumann. Er ist Produktmanager für das E-Rezept bei der Gematik und anders als die beiden Grußworte, die wir gerade gehört haben, die im Vorfeld aufgezeichnet wurden, ist Herr Neumann, wenn auch digital, heute live bei uns und ich freue mich, an ihn zu übergeben. Herr Neumann, die digitale Bühne des E-Rezept Summits gehört Ihnen. Ja, vielen Dank, Martin. Ich möchte heute mal einordnen, wo stehen wir denn eigentlich? Das E-Rezept läuft seit einem Jahr knapp, also noch 9 Tage. Dann sind die zentralen Dienste, die App und alles Wichtige, was man zumindest aus der zentralen Sicht für das E-Rezept braucht, online. Sie laufen und können getestet werden. Und vor dem Hintergrund ist es Zeit, mal Revue passieren zu lassen, was haben wir in der Zeit erreicht, was ist überhaupt alles passiert in dieser Zwischenzeit und was steht uns die nächsten Wochen dann eigentlich bevor, worauf bewegen wir uns zu. Zunächst einmal sind vor fast genau einem Jahr eben diese zentralen Dienste an den Start gegangen, aber noch in sehr, sehr kleiner Konstellation. Das heißt, circa 30 Ärzte, die nach und nach ein wenig nach oben skalierten und mehrere Apotheken in Berlin-Brandenburg haben am Beginn mitgemacht beim Thema E-Rezept. Wir sind natürlich nicht sofort in die reale Versorgung eingestiegen, sondern zunächst mit fiktiven Identitäten
von einer Krankenversicherung gestartet, haben die Anwendungsfälle ausprobiert, durchgespielt, die es auf Seite der Ärzte, aber auch der Apotheken natürlich gibt. Und zunächst einmal behutsam geschaut, funktioniert das Gesamtthema Ende zu Ende in allen Prozessschritten. Das war der Fokus der ersten 2 bis 3 Monate insbesondere. Die Anzahl derer, die Hersteller, die da mitgemacht haben, war noch recht überschaubar. Allen voran sind die Firma Frei mit dem System Quincy auf Arztseite und die Firma Dens auf Zahnarztseite und bei den Apothekern die Firma Pharmatechnik mit Ixos gestartet, sodass wir also diese Prozesse bei den Leistungserbringern uns anschauen konnten und die Rechenzentren allen voran aus Berlin und die Krankenkassen, die IKK Berlin-Brandenburg bzw. auch die AOK Nordost haben hier unterstützt, sodass dieses Setup, dieses zarte Pflänzchen zu Beginn gut gehegt und gut getestet werden konnte. Diese Zahlen sind natürlich nur der Einstieg gewesen und vor dem Hintergrund, dass ich im Laufe des Herbstes dann weitere Hersteller, insbesondere durch die KBV-Zertifizierung gemüht haben und hier die offizielle Bestätigung bekommen haben, dass sie E-Rezept in den Schnittstellen schon verarbeiten können, hat dazu geführt, dass natürlich auch viele Wünsche an uns herangetragen wurden, insbesondere, dass diese regionale Einschränkung auf Berlin-Brandenburg den Herstellern nicht mehr ausgereicht hatte, sondern sie wollten weiter in der Fläche das ganze Thema testen. Insofern gab es dann auch mit dem Wechsel in BMG im November die klare Entscheidung, aus Berlin-Brandenburg herauszugehen, sich bundesweit zu öffnen und vor allem ein großes Commitment der gesetzlichen Krankenversicherungen. Somit wurde also zum 1.12. die bundesweite Testphase eingeläutet und fokussiert auf die reale Versorgung hier getestet. Zwischenzeitlich waren über 50 Systemhersteller bei der KBV zertifiziert. Sowohl KIS und Zahnarztsysteme, also Krankenhausinformations- und Zahnarztsysteme, beteiligten sich nach und nach mehr an dieser Testphase. Alle Abrechnungszentren kamen hinzu und auch die gesetzlichen Krankenversicherungen gaben ein eindeutiges und klares Signal, indem sie sagten, dass es keinen Grund gäbe, warum ein gesetzlich Versicherter kein E-Rezept bekommen sollte. Somit sind die Hürden, insbesondere für die Teilnahme aller Ärzte, im Dezember deutlich gesenkt worden, nämlich mit der klaren Aussicht darauf, dass jeder gesetzlich Versicherte hier in dieser Testphase teilhaben kann. Diese Entscheidungen waren wesentlich, insbesondere da Ende letzten Jahres absehbar war, dass die Testphase auch verlängert werden wird. Diese Entscheidung für den bundesweiten Testansatz wurde im Dezember dann getroffen und sie wurde unterstrichen mit zusätzlichen Qualitätskriterien. Qualitätskriterien zunächst einmal ohne eine zeitliche Befristung oder Aussicht, wann eigentlich diese Testphase enden wird. Jeder hat die 30.000 im Blick seither und zusätzlich noch weitere qualitative Kriterien, die auch mit dazugehören. Und wir sind unterdessen auf einem sehr guten Weg, sodass wir dieses Ziel dieser Qualitätskriterien für die bundesweite Testphase jetzt in den nächsten 1-2 Monaten erreichen werden und damit zunächst einmal die Testphase offiziell abschließen werden. Im neuen Jahr passierte relativ viel, ging eigentlich Schlag auf Schlag, ging es voran. Die Gematik hat einen klaren Auftrag hier für mehr Transparenz zum Testvorgehen erhalten. Die Gematik ist eingestiegen in intensivere gemeinsame Tests, auch mit allen Rechenzentren und Krankenkassen, zum gemeinsamen Blick auf die Abrechnungsstrecke. Hier gibt es seit Herbst letzten Jahres sehr intensive Test-Sessions, wo wir das also alles auch parallel weiterhin in der Testumgebung ausprobieren, Ende zu Ende durch die gesamte Abrechnung hindurch, aber eben auch die Transparenz zur tatsächlich laufenden bundesweiten Testphase in der realen Versorgung, sodass wir hier durchaus eine ganze Reihe an Informationen bereitstellen als Gematik. Zum einen zum Beispiel den TI-Score, also die Selbstauskunft der Hersteller. Ist mein eigener Systemhersteller schon beim E-Rezept dabei, zertifiziert in der Testphase dabei oder empfiehlt er sogar bundesweit schon all seinen Nutzern, das E-Rezept zu verwenden. All das findet man auf tiscore.de. Genauso publizieren wir jede Nacht die aktuelle Zahl der eingelösten E-Rezepte, sodass also jeder transparent und aktuell diesen Blick darauf haben kann und nachschauen kann. Und wir sind einen weiteren Schritt gegangen und haben aus der E-Rezept-App heraus die
Informationen über die E-Rezept-Ready-Apotheken in eine Landkarte gehoben, sodass auch jede Apotheke selbst, sobald sie das Fleck im Verbändeportal gesetzt hat, das Häkchen, um E-Rezept-Ready zu signalisieren, sich selbst auf dieser Landkarte finden kann. Und jeder Patient und genauso jeder Arzt hat die Möglichkeit, dort hineinzugucken. Ist die eigene Stammapotheke schon dabei? Kann sie schon E-Rezepte einlösen? All das findet man auf dieser Seite. Es gibt viele weitere Transparenzthemen, die wir hier vorantreiben. Allen voran natürlich das Test-E-Rezept mit seiner Anleitung. Um das lange gebeten wurde von Ärzten und Apothekern, steht bereit, sodass jeder Leistungserbringer es selber ausprobieren kann, ob die eigene Technik funktioniert, sie darüber in den direkten persönlichen Dialog einbringen kann mit Apotheken oder umgedreht mit Ärzten, um einfach diesen Prozess kennenzulernen, selber auszuprobieren, zu schauen, was da funktioniert. In den Zahlen ging es deutlich bergauf. Von 1.000 eingelösten Rezepten im Februar über 10.000 eingelöste Rezepte im April ging es dann in Zehntausender-Schritten bis vor wenigen Tagen steil nach oben. Aktuell sehen wir 35.000 E-Rezepte, die eingelöst wurden. Davon wurden über 27.000 bereits in die Rechenzentren zur Abrechnung übergeben. Im letzten monatlichen Durchlauf vom Mai sind ca. 22.000 derzeit in der Abrechnung und werden in den kommenden Tagen ausgeschüttet an die Apotheken, sodass also nachweisbar auch die Ausschüttung und Bezahlung der E-Rezepte funktioniert. Wir gehen davon aus, dass die Testphase zum August offiziell dann abgeschlossen wird durch einen weiteren Gesellschafterbeschluss in der Gematik, um die Qualitätskriterien vom Januar noch einmal zusammenzufassen und den Ausblick und den nächsten Schritt zu gehen zum bundesweiten Rollout. Was steht uns jetzt also in den kommenden Tagen und Wochen bevor? Worauf bewegen wir uns zu? Und was wurde eigentlich genau beschlossen am 31. Mai? Das ist der zweite und wichtige Teil, der jetzt vor uns steht. Hier geht es nämlich insbesondere darum, was Frau Ozygowski schon gerade erwähnt hat. Es gibt die Region Schleswig-Holstein und es gibt die Region Westfalen-Lippe. In beiden werden Ärzte und Zahnärzte voranpreschen und werden sich intensiv dafür einsetzen, dass die eigenen Mitglieder aus den KV, also aus den Kranken, aus den Kassenärztlichen Vereinigungen und Zahnärztlichen Vereinigungen informiert werden, sich schulen, sich vorbereiten auf das E-Rezept, um es dann ab September nach und nach zu verwenden. Eine zweite Region wird voraussichtlich zum Ende des Jahres starten. Das heißt, wir gehen davon aus, dass also weitere 6 Bundesländer jetzt in den nächsten Monaten benannt werden, die dann zum Jahresende ebenfalls diesen Schritt gehen in die regionale bzw. flächendeckende regionale Verbreitung einzusteigen. Und alle anderen Bundesländer beginnen dann zum nächsten Jahr ebenfalls. Ziel für diese Phase, die vor uns steht, ist ganz wichtig, die Überführung in eine Routine. Also wird genau geguckt, was passiert jetzt in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein, wie gut kommen die Ärzte mit dem Hochlauf zurecht, wie leicht lässt sich das koordinieren und steuern, denn hier sind insbesondere die KV'n gefragt und aktiv in der Kommunikation an die eigenen Mitglieder, dieses Thema voranzutreiben. Sie tun das durch Schulungen oder Informationsveranstaltungen und natürlich auch durch einen Blick in die Arztpraxen der Mitglieder. Und darüber wird mit weiteren Kriterien entsprechend der Fortschritt gemessen und angeschaut in den nächsten Monaten, sodass man einen Blick darauf bekommt, wie gut und wie schnell funktioniert das in der flächendeckenden Verbreitung. Die wichtigste Botschaft allerdings von diesem Beschluss ist, alle Apotheken werden ab dem 1.9. E-Rezepte einlösen. Ein klares Bekenntnis von DAV und Abda hat dazu geführt, dass hier die Sicherheit für alle Patienten, aber letztlich auch natürlich für alle Ärzte, die auch heute schon bundesweit aufgefordert sind, das E-Rezept zu testen, eben die E-Rezepte ausstellen zu können, weil in jeder Apotheke soll es möglich sein, ab dem 1.9., dass ein Patient sein Medikament erhält. Das ist eine ganz wichtige und zentrale Botschaft dieses Beschlusses. Die Resonanz in den letzten Tagen war entsprechend groß und breit. Während bislang Fachmedien natürlich das E-Rezept im Blick hatten, sind es jetzt auch die großen Medien, die durchaus berichten und das Thema aufgreifen. Es kommt also nach und nach auch in der Bevölkerung an, dass das Thema vorangeht und dass es jetzt im Jahr 2022 in die Fläche sich verbreiten wird. Was ist wichtig jetzt für alle, die hier teilnehmen?
und sich selbst vorbereiten möchten oder vielleicht überlegen, demnächst zu starten. Ganz klar hat dieser Beschluss nochmal den Appell formuliert, dass alle Leistungserbringer, also alle Ärzte, Zahnärzte, aber auch alle Krankenhäuser insbesondere, aufgefordert sind, jetzt sich mit den Möglichkeiten des E-Rezepts vertraut zu machen. Alle Apotheken sind umso mehr natürlich aufgefordert, sich jetzt mit dem E-Rezept zu beschäftigen, so sie es noch nicht bislang getan haben. Sich also vorzubereiten auf dieses Datum 1.9., zu dem alle Apotheken bundesweit die E-Rezepte einlösen werden. So viel von meiner Seite im Rahmen der Keynote und ich freue mich auf das Panel, was ich jetzt im Anschluss zeigt. Besten Dank. Unsererseits ebenso herzlichen Dank, Hannes Neumann, für diese Keynote, für diese Einblicke, was sich aktuell vor allem aus Blickwinkel der Gematik tut und wo wir denn stehen, was die Einführung des E-Rezepts in Deutschland angeht. Und dieses Thema tragen wir jetzt gleich natürlich direkt weiter in unser erstes Panel. Aber damit wir und vor allem Sie zu Hause auch noch die Chance haben, in dieses Panel Ihren Impuls reinzugeben, möchte ich zum einen noch mal darauf hinweisen, bitte regen Gebrauch zu machen von unserem Chat-Tool Slido. Das ist Ihre Möglichkeit, Ihr Draht hier zu uns ins Studio, Ihre Fragen hier am Ende auch durch unsere Expertinnen und Experten beantworten zu lassen. Und auf der anderen Seite werden wir jetzt auch unsere zweite Live-Umfrage einstreuen. Und diese haben wir tatsächlich sehr allgemein gefasst, soll aber, wie gesagt, den Impuls geben für unser erstes Diskussionspanel, das folgt. Haben Sie denn schon einmal selbst ein E-Rezept gehandhabt, entweder ausgestellt, eingelöst, abgerechnet? Hatten Sie schon mal aus erster Hand mit einem E-Rezept zu tun? Und damit würde ich die Kollegin aus der Regie bitten, einmal die Umfrage zu starten, freizuschalten und dann sind Sie an der Reihe zu Hause oder im Büro oder wo auch immer Sie den E-Rezept verfolgen, uns hier Ihren Impuls zu geben. Okay, ich glaube, man kann einen ganz, ganz leichten Trend erkennen. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, die Tendenz ist klar und ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Und diesen Impuls gebe ich doch direkt einmal weiter, nämlich an unsere Moderatorin des ersten Panels, das E-Rezept im Alltag. Wir freuen uns, dass du hier bist. Dani Hildebrand ist Impuls- und Strukturgeberin für Apothekeninhaber und Inhaberinnen und als solche natürlich bestens vertraut mit dem Thema. Dani, das Panel gehört dir und wir freuen uns auf eine spannende Diskussion. Super, vielen, vielen Dank. Moin, Servus und Hallo an alle, die jetzt gerade live zuschauen, aber auch später noch zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben spannende Gäste dabei, zwei vor Ort und ein paar auch noch digital zugeschaltet. Freut mich sehr. Und ja, wir wollen sprechen über das E-Rezept im Alltag. Ja, und dafür haben wir heute verschiedene Perspektiven, was ich ganz, ganz wichtig finde. Denn ich glaube, einer der größten Themen ist eben die Kommunikation über alle hinweg. Und alle sind halt alle. Also das sind die Patienten, das sind die Kassen, das sind die Softwarehäuser, das sind die Apotheker, das sind die Ärzte. Und genau diese Vielfalt haben wir auch in das Panel heute gebracht. Und ja, ich möchte gerne anfangen mit Hannes, der hat sich ja eben gerade schon vorgestellt. Also wir haben uns alle im Vorfeld auf das Du geeinigt. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass ich jetzt hier so, genau, das macht dann die Kommunikation einfacher untereinander. Und Hannes, du bist ja jetzt auch via Zoom zu uns geschaltet sozusagen. Genau, jetzt bin ich wieder am richtigen Call. Sehr gut, perfekt. Schön, dass du bei uns im Panel mit dabei bist. Du hast ja jetzt schon auch ja, die Leute haben dich schon kennengelernt, gesehen, ganz viele Zahlen, Daten, Fakten. Ah, jetzt sehe ich auch alle. Schön, dass ihr da seid. Genau, ich werde jetzt nacheinander auch euch alle einmal vorstellen. Genau, Hannes, du hattest dich schon vorgestellt, sehr schön. Zahlen, Daten, Fakten, ja, 30.000, über 30.000 E-Rezepte. Vorhin war auch einmal so die Frage im Chat, wie viele sind denn davon einwandfrei durchgelaufen? Okay. Und wie viele, und das wäre dann meine zweite Frage an dich, wie viele sind denn von dir privat? Also momentan können wir festhalten, dass es keine Retaxierungen gibt. Also insofern gehen wir davon aus, dass Ende zu Ende die Betrachtung positiv liegt oder ausfällt. Also die E-Rezepte sowohl eingelöst als auch letztlich bezahlt werden.
Das sind die Rückmeldungen, die wir insbesondere aus dem Dialog auch mit den Rechenzentren und Krankenkassen erhalten. Es gibt natürlich hier und da fachliche Fragen zu den E-Rezepten durchaus. Die Thematik ist fachlich natürlich anspruchsvoll für alle, die das entwickeln und betreiben. Aber zunächst einmal ist die wichtige Botschaft, die E-Rezepte laufen Ende zu Ende durch den ganzen Prozess. Wie viele sind von mir privat? Kein einziges, muss ich zugeben. Sprich für eine gute Gesundheit. Zwar, ja, auch das, außer heute vielleicht. aber die Tatsache ist, ich habe das mit zwei Patienten mal miterlebt, natürlich in der Praxis und schaue mir das natürlich auch gerne an, wenn das passiert, insbesondere in der Phase letztes Jahr im dritten Quartal, vierten Quartal, hat ja gerade ausgeführt, gab es das eine oder andere, was wir auch noch mit fiktiven Identitäten getestet haben. Und es ist immer sehr spannend, sich das auch in einer Arztpraxis anzuschauen, wenn die Ärzte das Ganze signieren und binnen 3-4 Sekunden poppt das Ganze in der E-Rezept-App auf. Also ein Anwendungsfall und ein Nutzererlebnis, was einfach begeistert. Ja, das ist schön. Also dann doch auch zumindest E-Rezepte sozusagen begleitet. Wunderbar. Als zweites in der Runde möchte ich einmal den Robert Krüger vom Deutschen Diabetikerbund begrüßen. Schön, Robert, dass du auch da bist. Genau. Hallo. Hi. Genau, jetzt sehe ich dich auch. Wunderbar, sehr schön. Ja, du vertrittst ja so auch ein bisschen für uns jetzt so die Patientensicht. Denn ich glaube, ein großes Thema ist ja auch, ich meine, für uns ist das E-Rezept ja jetzt schon, naja, also ich glaube, es wird jetzt volljährig. Also meinen ersten Beitrag habe ich 2004 auf RTL gesehen, wo es hieß, soll eingeführt werden, 18 Jahre, ist jetzt volljährig. Wie sind denn deine Erfahrungen bisher mit dem E-Rezept oder auch so das Thema Patientensicht? Wie ist da deine Einschätzung? Wie bekannt ist das denn? Wie relevant ist das schon in den Köpfen angekommen, also bei den Patienten? Ja, was lange währt, wird endlich gut, könnte man hoffentlich sagen. Meine persönliche Erfahrung ist, es gibt einfach noch gar keine. Ich habe es selbst noch nicht gemacht. Ich kenne es aus meinem persönlichen Umfeld auch noch nicht. Wie relevant es ist, kann ich natürlich auch noch nicht so sagen. Da bin ich ja auch auf die darauf angewiesen, was halt auch in der Presse so berichtet wird. Ich denke, es wird kommen. Da führt natürlich kein Weg dran vorbei. Klar, wenn man da 18 Jahre Zeit investiert hat, dann wird das natürlich kommen. Ja, ich bin gespannt, was da kommt, wie das dann wird, wie das funktioniert. Wichtig ist, dass es dann funktioniert, dass es einfach ist. Und dann. Was wäre denn für dich einfach? Also wenn wir jetzt mal so, wenn du sagst auch, ich kann es mir noch nicht so vorstellen, fändest du es denn smart? Also wie würdest du es am liebsten dann quasi zur Apotheke schicken oder auf die Gesundheitskarte? Was wäre denn für dich da so der richtige Ansatz? Jetzt mal ganz persönlich betrachtet. Für mich persönlich wäre es natürlich ganz klasse auf dem Telefon, von mir aus auch auf der Karte, wobei ich dazu sagen muss, als Privatpatient habe ich gar keine Karte. Ja, das E-Rezept muss an der Stelle natürlich Teil von was Größerem sein. Stichwort ist dann natürlich die Telemedizin, diese elektronische Patientenakte, von der ich in der Presse gelesen habe, da kann das E-Rezept natürlich nur ein Teil davon sein. Und wie ich bisher gelernt habe, kann das E-Rezept bisher wohl auch nur Medikamente und keine Hilfsmittel, die bei mir als Diabetiker zum Beispiel den weitaus größeren Teil ausmachen. Medikamente brauche ich relativ wenig, dafür aber eine ganze Menge Nadeln, Teststreifen und was weiß ich nicht alles, was halt wie gesagt eben kein Medikament ist. Insofern, ja, wie gesagt, für mich vielleicht alles in einer App. Ja. Wobei man dann natürlich auch im Blick haben muss, dass es andere Patienten gibt, wo es anders ist, die vielleicht dann doch noch einen Zettel in der Hand brauchen. Ja, absolut. Also ich denke auch das Thema App, wir sind es ja auch von vielen anderen Sachen gewöhnt. Vorhin stand auch im Chat, ja, mal spannend, so wie das dann auch mit, ob das dann irgendwann so normal ist wie Online-Banking. Für die meisten Menschen ist ja Online-Banking inzwischen normal. Das heißt, wir haben da noch einen kleinen Weg vor uns, aber es gibt ja auch andere Dinge, die zeigen, dass es funktionieren kann. Ja, apropos funktionieren, wie sieht es denn mit der Abrechnung aus? Dafür haben wir Sven Panicke von Spektrum K auch mit dabei, genau, auch zugeschaltet via Zoom. Und wie sieht es denn bei den Krankenkassen aus? Wie ready sind die denn? Also vor so Ende letzten Jahres war das noch ein spannendes Thema. Wie ist denn der aktuelle Stand jetzt bei den Krankenkassen? Ja, erstmal hallo in die Runde.
Schön, dabei sein zu können. Ich würde mir jetzt nicht anmaßen, für alle Krankenkassen sprechen zu können und zu wollen. Ich kann das tatsächlich nur für die Kunden von Spektrum K machen als Abrechnungsdienstleister. Und wir können auf jeden Fall behaupten, dass wir E-Rezept-ready sind, wie man schon so schön sagt. Wir haben tatsächlich in den zurückliegenden 6 Monaten seit Anfang des Jahres knapp 1.100 E-Rezepte verarbeitet. Ein Großteil, so wie Hannes eben auch gesagt hat, davon tatsächlich auch schon abgerechnet. Das heißt, die Prozesskette, die Infrastruktur steht an dieser Stelle und wir sind, hoffen und warten letztlich darauf, dass es mehr werden. Und es werden ja auch täglich mehr und ich glaube, wir können damit auf jeden Fall gut umgehen. Eins möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, auch das hat Hannes gerade schon gesagt, die Zusammenarbeit gerade auch zwischen den Apotheken vor Ort, den Apothekenabrechnungszentren und und unserem Fachteam jetzt ganz konkret, auch wenn es nur ein kleinerer Maßstab ist, die hat wirklich ausgezeichnet funktioniert. Das war eine sehr konstruktive Zusammenarbeit, wenn es tatsächlich mal Klärfälle gegeben hat. Aber auch das hat Hannes gerade gesagt, die E-Rezepte, die wir aktuell verarbeitet haben, sind technisch und fachlich fehlerfrei gewesen. Sehr schön zu hören. Ja, gibt ja auch einige, wir haben es ja vorhin schon gesehen, ne? Über 80% noch gar keinen Kontakt gehabt. Ich glaube, deswegen ist das an der Stelle auch einfach wirklich nochmal wichtig, das zu betonen. Es geht. Noch nicht überall, aber Stück für Stück nähern wir uns dem Ganzen. Und ja, ein wichtiger Player dabei sind natürlich auch die Ärzte. Und dafür heute vertreten Dr. Thomas Lipp vom Hartmann-Bund. Schön, dass du auch heute mit dabei bist, dir die Zeit genommen hast und uns auch nochmal einen Einblick geben kannst, wie jetzt die Erfahrungen bei euch in der Praxis sind. Ihr habt ja mehrere Ärzte. Wie läuft es denn? Wie ist es mit den Patienten? Wie läuft es im Team? Wie wird das Ganze tatsächlich in der Praxis umgesetzt und angenommen? So, jetzt wieder doppelt. Moment, noch einmal. Jetzt gleich von beiden Seiten. Ansonsten. Könnt ihr mich gut hören? Jetzt, wunderbar, ja. Jetzt hören wir dich sehr gut. Also, erste Bemerkung, ich empfinde es als eine gewisse Peinlichkeit, muss ich sagen, dass wir im 21. Jahrhundert in Deutschland so ein Gespräch führen müssen, wegen E-Rezept und so weiter. Das sollte seit vielen Jahren Standard sein. Dass es nicht geklappt hat, finde ich aufs Höchste bedauerlich. Nachdem wir ein halbes Jahr mit sehr viel Aufwand, das heißt, ich habe ohne sehr gut bezahlte Schwester, die sich fast ausschließlich um diesen ganzen E-Kram kümmert. Das Investment an Zeit und Aufwand, das ist schon erheblich. Ja? Wenn es jetzt soweit ist und klappt, es ist ein sagenhaft schönes Arbeiten. Ich habe heute hier von Leipzig aus 2 Patienten, einen Belitz, einen Merseburg, behandelt, die ich beide kenne, die einmal da waren, denen aber nicht zuzumuten ist, ständig hierher zu fahren. Man kann die behandeln, man kann die nachbehandeln per Videosprechstunde, macht ein Rezept, drückt auf den Knopf und noch während man denen sagt, es ist unterwegs, ist das Rezept bei denen, die gehen ihre Apotheken, die haben ihre Schwierigkeiten, die meisten können es ja noch nicht umsetzen. Es ist moderne, sehr schöne, angenehme Versorgung von Patienten. Das erweitert das Spektrum, denke ich, enorm. Die Patienten sind erstaunlich, hat es nicht unbedingt was mit der sozialen Schichtung zu tun. Man denkt jetzt, die Akademiker springen da jetzt besonders ein. Stimmt in keiner Weise. Das Publikum ist also, in dem Fall die Patienten, sind der Sache sehr aufgeschlossen. Ja, fummeln sich offenbar auch durch. Funktioniert, sie nehmen es also sehr gern an und ich stelle jetzt also quasi jeden Tag 3, 4, 5 Patienten lege ich nahe, dass sie sich das Ding besorgen sollen. Es entlastet mich auch. Das heißt, wenn die Patienten nicht wegen jedem Krimpelkrempel hier aufschlagen, nur weil sie ein Rezept haben wollen, wir können das dann telefonisch oder ähnliches machen, ist das schon eine wirkliche Erleichterung. Ich kann den Frust der Ärzteschaft, was die Digitalisierung angeht, gerade die Konnektoren und das Zusammenspiel mit den Softwarehäusern,
kann ich aufs Beste verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist die Verweigerung, wenn es denn läuft, solchen Anwendungen gegenüber, habe ich wirklich kein Verständnis. Das ist eigentlich eine Normalität. Sie haben ja vorhin das gesagt mit dem Homebanking. Die sitzen alle zu Hause, holen sich den Wein und sonst was, die Chips bei Amazon und verweigern sich einem E-Rezept. Kann ich nicht nachvollziehen. Ob das politische Management, dann werde ich fertig, ob das politische Management jetzt so gut beraten ist. Ich meine, ich finde es ja gut, dass sie den Rückzieher gemacht haben, dass es jetzt mehr freiwillig ist. Nordrhein-Westfalen, und dann haben sie, was war das zweite Bundesland, wo sie es ausrollen wollen. Ich hätte es besser gefunden. Die hätten gesagt, Leute, wir brauchen in 14 Tagen 10.000 Ärzte, die das anwenden, die kriegen ein Incentive. Und wer im nächsten Vierteljahr mitmacht, nochmal 10.000, die kriegen noch ein kleineres Incentive. Dann hätten wir mal schon 20.000 Praxen und der Rest, der kommt dann hinterher. Und auf 30% der Ärzte und Praxen müssen wir eben verzichten. Ja, das ist an der einen oder anderen Stelle gar nicht so einfach, wo wir an manchen Stellen auch ein Problem schon mit der Versorgung haben, also wo schon wenige sind. Gleichzeitig verstehe ich das natürlich sehr, sehr gut. Das sind auch wichtige Hinweise. Ich habe noch eine Frage. Wie viele, also Sie stellen ja viele Rezepte aus, sind die ausschließlich über die App? Oder gibt es auch welche, die sagen, die wollen hier den Ausdruck A5 oder wie sieht das aus? Ich meine, die jetzt natürlich online sind, klar, die kriegen das zugeschickt, logisch. Aber vielleicht auch die vor Ort sind, sagen die, oh nee, aufs Handy will ich das nicht. Wie ist da die Erfahrung? Sehr nette Frage von Ihnen. Ich bediene nur die App. Diese Ausdruckerei hat für mich eine ganze Menge Nachteile. Abgesehen davon, dass wir auf den Kosten von Toner und Papier hängen bleiben, ist es so, dass wir, also ich habe, glaube ich, 15 oder 20 Drucker in der Praxis, dass nicht, also jeder vierte, fünfte Drucker, da verschmiert dieser QR-Code. Und du hast jetzt durch diese Problematik mit den Lieferketten-Schwierigkeiten extreme Probleme, Drucker auszutauschen oder Ersatzteile zu finden. Das heißt, wegen Kosten, wegen Papier, wegen Feinstaub, mache ich diesen Ausdruck generell nicht. Wenn, mache ich die App. Und ich sehe auch keinen Grund, Patienten nicht dazu zu bringen, dass sie sich diese App laden. Offenbar ist es ziemlich einfach geworden inzwischen. Ja, nee, finde ich schön. Ist auch wichtig, glaube ich, auch hier das Signal. Man kann das ja auch mitentscheiden und sagen, hier, das gibt es halt auf die App. Und ich glaube, und da komme ich dann mal direkt rüber jetzt ins Studio sozusagen. Stefan, du bist ja als Apotheker hier. Man kennt dich ja vielleicht auch aus dem Fernsehen. Dieses RTL kommt dir ja auch bekannt vor. Ja, aber ich glaube auch, aus Apothekensicht ist ja jetzt so das Thema, oh, wenn das rübergeschickt wäre, das wäre schon, also so, man klingt ja jetzt erstmal alles toll, ne? Also ja, die natürlich. Prozesse. Also es ist ein, ich bin ein großer Fan vom E-Rezept. Ich finde, das ist ein sehr, sehr notwendiges Tool, was uns wahnsinnig viel Arbeit erleichtert. Schon alleine, wenn du überlegst, wir packen ja, was wir an Rezepten, an tausenden Rezepten dann am Monatsende zusammenpacken und per Post verschicken. Und das ist ja aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr notwendig. Ist schon krass, ne? Die Tonnen an Papier, die man so durch Deutschland karrt. Aber es muss halt funktionieren. Ja. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wo gerade die Apotheker so ein bisschen so die Bauchschmerzen haben, was passiert. Wir greifen ja doch relativ oft gerade aktuell in der Situation, wo viele Lieferschwierigkeiten entstehen, sehr oft in die Verordnungen ein. Müssen Rücksprachen halten, Verordnungen austauschen, Stärken abändern. Und ich glaube, das sind schon auch viele Fragen, was mache ich mit solchen Rezepten? Ich bekomme es digital rüber, das Streichen ist kein Thema, der Rest bleibt der gültige, super. Aber was mache ich, wenn ich quasi die Stärke halbieren muss und die Dosierung anpassen muss oder sowas? Und das sind so Unsicherheiten, wo ich manchmal wünsche, da wäre so ein bisschen mehr Kommunikation, glaube ich, ganz gut, dass sowas alles lösbar ist. Und es gibt sicherlich auch eine, gerade von Apothekerseite, viele Forderungen, die wir uns gewünscht hätten. Also ich hätte zum Beispiel auch gerne einfach direkt den Draht mit dem Arzt gehabt zum Beispiel und sagen, okay, ich ändere was, ich habe eine Rückfrage dazu, das ploppt bei dem einfach nur fix auf, der gibt mir ein Go und ich kann ganz schnell beliefern. Also das sind sicherlich auch noch Möglichkeiten, die wir langfristig streuen können. Und es ist für die Patienten aus meiner Sicht überhaupt nicht das Thema, die App zu benutzen. Wir haben das jetzt bei den Impfzertifikaten gesehen, das klappt super. Wir unterstützen da aber auch wahnsinnig gerne. Also die kommen zu uns in die Apotheke, wir laden gemeinsam mit denen die App, wir initialisieren das, wir machen so ein Kurzbriefing, wir packen denen das auf den Startbildschirm, dass die das sofort benutzen können. Das ist auch unsere Dienstleistung, wo ich uns Apotheken sehe.
Und das ist halt schwierig dann, wenn dann noch zusätzlich Hilfsmittelrezepte auf Papier dazukommen, BTM-Rezepte auch wieder. Dann wissen wir ja heute schon, dass die generell Probleme haben, was die ganzen Zeiträume der Abrechnung abgeht. Also da müssen wir zusehen, dass wir die anderen Rezepte dann auch relativ zügig digitalisieren, denke ich. Mhm, auf jeden Fall. Ja, wie sieht es bei dir in der Praxis aus? Also es ist relativ einfach. Also wir sind E-Rezept ready. Ja. Also wir sind in der Gematik-App auch gelistet. Wir können loslegen. Wir haben noch kein einziges E-Rezept gesehen, leider. Ja, und das ist also jetzt auch vorhin natürlich die Umfrage, aber ich hatte jetzt auch eine Veranstaltung mit über 100 Apotheken deutschlandweit über alle Softwarehäuser und Abrechnungen. Und es ist schon verrückt, wie wenige tatsächlich doch auch schon so diesen Prozess in live durchmachen konnten. Also jetzt nicht, weil E-Rezept ready. Genau. Du hast ja das Team auch sehr gut vorbereitet. Wir nutzen ja Pharmatechnik als Softwarehaus und die haben ja diesen E-Rezept-Führerschein ins Leben gerufen, wo du über so eine App dann auch durchspielen kannst. Du kannst Testrezepte rausladen, du kannst die Testrezepte im System spielen. Das klappt wirklich wunderbar. Das macht auch großen Spaß, das sich durchzuprobieren. Und so ein bisschen, es wird ja auch im Team die Angst genommen dann. Mhm. Also wir haben jetzt ein paar, die haben es schon komplett durchgespielt, der Rest wartet noch ein bisschen, weil die anderen haben das vergessen, sagen, haben dann wieder bis September oder sowas. Also, weil Hand aufs Herz. Also das wirklich, also glaube, das komplette Team sagt, oh yeah, also ich finde es mega. Würde mir bei meinem Team jetzt schon so sagen, also da sind wir schon in sehr hohen Level. Also die, also ich glaube, das wird ja auch von Führungsebene entsprechend vorgelebt. Also ich habe schon alleine Lust drauf und Bock, ja, bis zu umzusetzen. Also von daher. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, also dass auch dieses Signal da ist, ne, egal von welcher Seite. Wir haben Lust darauf, ja, wir nehmen vielleicht so ein bisschen die Hürden oder wir sprechen auch darüber offen, okay, das wissen wir jetzt schon. Zum Beispiel, man kann es durchspielen. Wie läuft es mit dem Rezept X, Y, Z, Hilfsmittel und, halt, wissen wir noch nicht. Du kannst aber ist halt ja nicht aber auch Patienten anfangen zu informieren. Also wir sind als Apotheke in unserem Umfeld schon als sehr digital wahrgenommen worden, schon alleine durch die Impfzertifikate. Das wurde uns von vornherein immer zugetraut. Da hieß es, ihr macht eh alles digital. Da habe ich jetzt keinen Zweifel gehabt. Du musst halt auch mit den Ärzten in Dialog gehen. Welche Ärzte im Umfeld sind bereit fürs E-Rezept? Wo stehen die? Denen zu zeigen, hey, pass auf, bei uns geht das. Also ihr könnt die gerne ausstellen, wir sind ready. Leg gerne los. Also ich glaube, gerade in den Regionen, wo das wirklich viel eingesetzt wurde, da sind auch wahrscheinlich die Vernetzungspunkte sehr stark miteinander. Also du hast ja dann viele Leute, die da sich miteinander austauschen und dann sagen, hey, komm, wir machen das jetzt zusammen und dann wird das cool. Ja, ich glaube, das Thema Vernetzung lokal und ich glaube, wir reden auch immer davon, ja, von Versand, Amazon und Co. und wer da alles kommen könnte. Und du bist ja aber auch sehr, legst großen Wert darauf, auf die Vernetzung und sagst, Mensch, wir machen das jetzt hier, das ist unsere Art, können andere machen, müssen nicht, aber das ist unsere Art und damit fahren wir ganz gut, denn damit haben wir ja auch den direkten Draht. Klar könntest du natürlich auch Menschen deutschlandweit versorgen, aber dein Ansinnen ist ja, die Menschen in deinem Umkreis oder ihr eben euren Umkreis ja auch entsprechend zu versorgen. Haben denn die Patienten schon auch irgendwie, fragen die mal? Also du hast immer mal so ein paar Vereinzelte, die sagen, Mensch, wie sieht es denn aus und wir haben da was gehört, da kommt was und dann sagen wir, ja, wir können, ist kein Thema, das kommt schon. Ich glaube, bei sag mal, Sachsen ist ja schon immer bei solchen Sachen so ein spezielleres Fältchen, das sind ja auch bei den Impfzertifikaten manchmal so ein bisschen zurückhaltend an vielen Sachen gewesen, aber ansonsten sind ein Großteil der Leute auch erstaunlicherweise viele sehr viel ältere, die dann mit einem Samsung S20 rumrennen mit 75, wo du denkst, okay, das ist vielleicht too much für dich, aber... Okay. Naja. Und die sind aber alle, die haben Bock drauf, die nutzen ja das auch, was da an Apps auf dem Telefon ist, wie die WhatsApp, was die bei Amazon und ja so bestellen. Und natürlich ist ein E-Rezept für einen Versender wesentlich leichter zu beliefern als ein Papierrezept. Für die fällt eine wichtige Hürde weg. Aber ich finde immer, ich bin persönlich der Meinung, und da mache ich mir vielleicht nicht nur Freunde, wir werden auch Versender in unserer Versorgungskette dringend brauchen, weil einfach nicht auf jeder Region oder nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit die Leute in der Apotheke vorbeikommen. Wenn wir 17, 18 Uhr schließen und du gehst bis 19 Uhr arbeiten, ist halt vielleicht blöd. Oder ich stehe halt als Apotheke da und sage, okay, 18 Uhr mache ich zu, ich mache Abholfächer, Rezepte, alles digital, ich kann euch genauso beliefern. Dann gehört halt ein bisschen Marketing und Werbung für unsere Branche mit dazu. Dann müssen wir halt in die Sichtbarkeit gehen. Absolut. Und die Frage ist ja jetzt, eine pharmazeutische Dienstleistung, anderes Thema, aber finde ich schon auch wichtig, dass wir uns ja auch überlegen, es geht ja nicht nur um Rezepte, sondern ja auch vor allem die Kompetenz drumherum, rechts und links und oben und unten zu zeigen. Und da steckt natürlich zusätzlich auch viel Potenzial. Ich finde immer so, das eine ist die Pflicht und dann gibt es ja auch noch ganz viel Kür, die ja auch viel Spaß macht als Pharmazeut. Gerade wir Apotheker können uns mit den Ärzten so wunderbar ergänzen, austauschen. Wir können Dienstleistungen zusammenstricken, gucken, wie wir halt einfach wirklich den Patienten in den Mittelpunkt stellen und sagen, okay, was brauchst du, lieber Patient, damit du gesund bist, dass wir vielleicht Krankenhaus Einweisung aufgrund von Wechselwirkungen vermeiden. Und meine Erfahrung mit Ärzten ist durchweg positiv, wenn du eine Wechselwirkung meldest und nachfragst und sagst, pass auf, wir haben da was festgestellt, ist das relevant? Und dann checken die das mit dir gemeinsam. Du machst einen Therapievorschlag, wo du sagst, ich würde vielleicht auf das und das ausweichen. Und dann sind die sehr dankbar, nehmen das gerne an und du kannst mit denen wunderbar zusammenarbeiten.
Und damit hast du halt den Patienten Mehrwert dann einfach auch durch diese Digitalisierung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, Thema Mehrwert finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und den Patienten wirklich auch in den Mittelpunkt zu stellen. Und zwar konsequent. Ja, und in unserer Runde auch noch dabei, auch hier heute vor Ort, Matthias Loy von CGM Group. Ja, schön, dass du auch hier bist bei uns. Ja, wird immer viel gesprochen, ne? Ja, es ist ja auch wichtig, dass die Software funktioniert und dies und das und jenes. Und ja, wir haben alle unsere Herausforderungen, jeder in seinem Bereich. Wie läuft es bei euch soweit? Wie kommt ihr voran? Wie ready seid ihr? Wo seht ihr noch die Herausforderungen auch im Zusammenspiel? Es ist ja immer, ne? Jeder bringt seinen Teil damit. Wo siehst du die Herausforderungen? Exakt, ja. Ja, also die Combo Group beliefert ja Apotheken mit Software, genauso wie Ärzte, also genau die Verschreiber und diejenigen, die dann das Ganze weiterverarbeiten müssen. Also wir blicken schon auf 1,5 Jahre jetzt harte Arbeit zurück. Es ist ja nicht nur das E-Rezept, was eingeführt wurde, ja, wenn man ein bisschen da sich aufmacht, also die EAU, es gibt eine EPA, also E hat uns wirklich begleitet. Und ja, aber wir sind jetzt soweit, zumindest mal unsere Produkte, und wir beliefern ja knapp die Hälfte des Marktes der Ärzte mit Software und knapp 20% der Apotheken. Wir sind mit allen Produkten dort E-Rezept ready, wie wir es ja schon gesagt haben, und freuen uns ja auch, dass es jetzt losgeht. Ja, wir haben auch schon zu den 30.000 ersten Rezepten ja jetzt auch beigetragen, dass es läuft. Dass so eine Einführung von so einer Software, und wir dürfen ja nie vergessen, wir sprechen hier über Kernprozesse. Kernprozess in der Krankenkasse ist ein Rezept, bei euch sowieso in der Apotheke ein Kernprozess, aber auch in der Arztpraxis. Ja, kaum ein Patient, Hand aufs Herz, geht ja aus einer Arztpraxis raus, ohne ein Rezept mitgegeben zu haben. Sprich, das ist kompliziert, da spielt viel zueinander. Wir reden auch nicht nur über Software, Hardware ist genauso gefordert in dem Bereich. Und ja, da wünschen wir uns manchmal tatsächlich auch ein bisschen Investitionsbereitschaft auf Seiten der Ärzte. Ich glaube, da sind die Apotheker ein bisschen besser aufgestellt. Mahnt auf Ärzte, liebe Ärzte. Ja, also Pentium 2 reicht dann eben vielleicht dann doch nicht mehr, darüber nachzudenken, letztendlich mal da auch die Hardware mit an Bord zu nehmen. Und die Telematikinfrastruktur jetzt mal, sagen wir mal, wenn wir jetzt Richtung Ministerium, Gematik gucken, muss natürlich auch laufen. Unsere Tests haben aber gezeigt, es funktioniert, es geht los. Also wir freuen uns jetzt auch wirklich, dass es losgeht. Und wir begrüßen übrigens auch, dass es eine stufenweise Einführung in dem Bereich gibt. Dass wir einfach mal sagen, ganz im Norden fangen wir mal an, oben Schleswig-Holstein. Ja, Kieler Woche kann ja mal ein bisschen was passieren. Gucken wir, ob die da ihre Rezepte dann langsam aber sicher da auf die Reihe kriegen. Westfalen-Lippe ganz genauso. Also das freut uns. Wir schauen wirklich ganz genau, was passiert in den Testregionen. Kann man ja auch nochmal lernen. Nochmal, es ist ein Kernprozess, der da läuft. Das soll und muss durch den Workflow der Arztpraxis gehen, ohne großartig nachzudenken. Aber so haben wir uns auch aufgestellt. Aber wir haben tatsächlich versucht, auch in der Software das E-Rezept so abzubilden, dass der Arzt sich auch gleich sofort wiederfindet. Und das, denke ich, ist uns auch letztendlich gelungen. Klar, es muss jetzt elektronisch signiert werden. Das ist neu. Aber wenn man sich da auf eine sogenannte Komfortsignatur einlässt, das heißt also, man steckt schon einmal die Karte morgens als Arzt, loggt sich ein mit dem PIN, kann man aber auch 24 Stunden jetzt wirklich durcharbeiten und 250 Rezepte ausstellen. Ich denke, das reicht doch dann erstmal, ja, ohne großartig dann den Workflow zu unterbrechen. Aber das ist eben wichtig. Ja, denken Sie an die 6,5 Minuten, die jeder Arzt für den Patienten heutzutage aufbringen kann. Das muss auch funktionieren. Sie fragen auch nach Hürden, also wo kämpfen wir gegebenenfalls noch mit Hürden? Hürden ist vielleicht falsch, aber das ist so ein bisschen noch die Performance, weil es extrem wichtig ist, also sowohl in der Arztpraxis als auch in der Apotheke, das muss laufen und das muss schnell laufen. Also da wünschen wir uns noch mal ein bisschen, ja, dass es noch schneller geht. Also wir testen im Moment und wollen auf 6 bis 8 Sekunden. Ja, das wünsche ich ja auch, die Gematik wurde ja schon gesagt. Ich glaube, wir sind jetzt noch bei 8 bis 12 Sekunden. Also ist noch ein bisschen Luft, ja, aber gut, jeder Anfang ist schwer und ja, Software ist eben manchmal Software. Ja, und denke, dass wir aus diesen Fehlern halt lernen müssen, das werden wir tun. Und wir sind ganz gespannt. Und wie gesagt, da, wo es zum Einsatz kommt, läuft es heute auch schon. Ja, absolut. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, Dr. Thomas Lipp hat sich nochmal gemeldet, wenn ich das richtig sehe. Ich hätte mich vorhin gewundert, ne? Es ging gegen die Hand hoch. Verrückt, ja. Vier Mini-Anmerkungen, um die Angst zu nehmen. Und die Bedenken. Erstens, der Arbeitsablauf für die Ärzte, die so ein Rezept, E-Rezept erstellen, ist exakt der gleiche wie bei jedem anderen. Und ich habe es gemessen, E-Rezept geht schneller als Papierrezept ausdrucken. Und was auch sehr angenehm ist, wenn ich so ein E-Rezept versende,
dann kriege ich die Bestätigung, es ist abgesendet und es ist auch angekommen. Also es ist ein hoher Service und eine Sicherheit für mich. Und das, was der Herr von CGM erzählt hat, ja, das ist eigentlich auch eines der Probleme, die wir haben. Denn die Softwarehäuser, nämlich fast alle, klagt die Ärzteschaft erheblich über die Betreuung, über die Erreichbarkeit der Hotlines und dass die sich oft in diesen Fragen hilflos zurückgelassen fühlen. Also auf Seiten der Softwarehäuser muss erheblich nachgelegt werden. Ja, absolut. Ja, ich gerne ja, direkt. Gleich die Response dazu. Ja, das nehmen wir jetzt mal so auf. Letztendlich, vielleicht wenn Sie zum Telefonhörer greifen und anrufen und vielleicht nicht ad hoc jemanden an den Hörer bekommen, ist das natürlich bedauerlich. Gut, kann ich jetzt auch nicht ändern. Aber was wir machen und wirklich, das haben wir wirklich ganz breit gemacht und läuft doch. Es gibt wirklich eine breite Informationskampagne, die wir über YouTube, also für jedes Software-System, was wir haben, können Sie sich wirklich anschauen, wie das läuft, was man klicken muss. Das gilt genauso für die Apothekensoftware. Das ist da. Wir haben Online-Weiterbildungen gemacht, ja, Webinare und so weiter und so fort. Also ist richtig, die Angst nehmen und es muss kommuniziert werden. Und ja, wenn Sie mich fragen, da ist vielleicht tatsächlich manches tatsächlich zu kurz gekommen, auch in Richtung Patienten, den wir oftmals vergessen. Alle müssen abgeholt werden. Ansonsten funktioniert es nicht. Es funktioniert nur das Zusammenspiel und da müssen wir hin. Und da ist auch noch ein bisschen was zu tun, aber bis September ist ja auch noch ein bisschen, wenn es dann da groß losgeht, also zumindest mal flächenmäßig. Aber ja, bin ich bei Ihnen, Kommunikation kann man gegebenenfalls auch noch mal verbessern. Oh, Kommunikation kann man in allen Bereichen. Also schön, ich glaube, das ist so einer unserer größten Probleme, die wir, egal in welchem Bereich, ob privat, ob politisch, gesellschaftlich, ist das eigentlich so das Thema schlechthin. Und ich glaube auch, dass jeder wirklich seinen Teil dazu beitragen kann. Also egal, ob das jetzt die Soft-Hardware-Häuser sind, ob das die Apotheken sind, ob es die Ärzte sind. Ich glaube genau, dass das eben wichtig ist, dass jedem auch bewusst ist, dass wir nicht zu wenig kommunizieren können. Also es ist, ich weiß nicht, Stefan, du hast ja auch, du nimmst ja dein Team und auch das Umfeld, du gehst ja auch viel in die Kommunikation, du nutzt da deine Chancen, was ich mega finde. Vielleicht hast du ja auch nochmal einen Tipp oder nimmst da so... Ja, ich glaube, was wir als große Baustelle haben, ich glaube, das ist so ein generelles Thema. Wir erwarten immer, dass alles perfekt läuft in dem Moment, wo es stattfindet und das ist ein bisschen utopisch. Also ich glaube, wir dürfen auch ab und zu mal ein bisschen scheitern. Wir müssen halt gucken, wie gehen wir damit um. Und das ist so, ich meine, klar, jetzt bei den ganzen Rezeptsachen oder sowas, das muss funktionieren. Also ich glaube, gerade die Apotheken haben einen riesen Bammel davor, was passiert, wenn, ähnlich wie bei einem Impfzertifikat, 8 Stunden lang der Server nicht erreichbar ist. Mhm. Was mache ich mit meinem Rezept? Also wie versorge ich den Patienten jetzt, wenn der es auf dem Handy hat und ich sehe aus dem QR-Code halt nichts weiter? Und das sind halt Sachen, die müssen wir kommunizieren, die müssen wir abbauen. Da gibt es sicherlich Lösungsansätze, wie ich dann verfahren kann und dann kann ich das ganze Thema entspannt machen. Aber ich glaube, wir brauchen so eine generell positive Grundkommunikation. Wir weisen gerne mal einen Schuldigen zu, wir übernehmen selbst wenig Verantwortung und nehmen uns aus der Gleichung gerne raus. So wie, ey, ich bin ja ready und wenn es nicht mehr funktioniert, ist es nicht meine Baustelle. Aber wir bringen uns nicht aktiv in den Prozess ein. Wir müssen unsere Patienten motivieren, wir müssen unsere Mitarbeiter mitnehmen, wir müssen selbst die Probleme sozusagen erkennen, mit Ansprechpartnern ansprechen, gemeinsam eine Lösung arbeiten und nicht sagen, hey, das ist jetzt nicht gut gelaufen, kümmere dich, sondern sagen, okay, was brauchst du? Beta-Phasen, sowas, das sind ja alles wichtige Baustellen, so eine Testphasen finden ja nicht ohne Grund statt. Du bist halt auf die Kommunikation mit den Leuten angewiesen, wo hat es gehakt, was wäre flüssiger gewesen, wie haben es die Patienten empfunden auch einfach, fühlt sich das gut für dich an, kannst du das dann auch guten Gewissens benutzen? Und das ist so, und Kommunikation ist sowieso ein Riesenbaustelle. Ja, vor allem, ich glaube, wir sagen auch immer wieder dieselben Sachen auf die gleiche Art und Weise. Und ich sage immer, in Kommunikation steckt das Wort Unikat. Denn es geht ja auch darum, auch seine eigene Kommunikation zu finden und nicht nur irgendwie das runterzurattern, was da irgendwie steht, sondern authentisch dazustehen und zu sagen, ja, okay, also ne, jetzt auch eine Apotheke beispielsweise, Kunde kommt rein, wie läuft das denn mit dem E-Rezept? Ihr habt ja de facto noch keins ausgestellt oder keins erhalten. Dann auch zu sagen, wissen Sie, ja, also wir sind bereit, wir freuen uns darauf, ist ja auch das. Und wenn jeder diese Haltung auch hat, dann speichert ja auch der Kunde, der Patient ab, Mensch, also sobald ich das habe, da ist ja klar, da gehe ich ja sofort zu denen hin. Natürlich, du musst, also ich meine, wir haben es jetzt letztes Jahr mit einem Umzug neu aufgestellt, digitale Bildschirme, ein riesengroßes Offizien, wir haben die Impfzertifikate als Kampagne nach außen getragen, wir haben Aktionen drum gefahren. Also wir kommunizieren extrem viel nach außen. Also ich meine, ich meiner Person versuche das ja schon jetzt eine ganze Weile auch entsprechend durch die Songs zum Beispiel, einfach unser Image so ein bisschen aufzupolieren. Wir sind nicht mehr die früher Schubladen gezogen haben und dann mit einem Goldband zu Hause im Keller eingelagert wurden. Die Zeiten sind halt extrem schnell vorbei gewesen und wir, gerade wir jüngeren Gründer, haben wirklich zu tun, uns dann überall im Markt zu positionieren.
Und also gehe ich in die Patientenkommunikation. Ich rede mit meinen Ärzten, ich pflege ein gutes Umfeld in meinem Ganzen, wo die Leistungserbringer mit zustande sind. Und dann zeige ich denen, was ich alles kann und was ich gerne mitmachen möchte. Und ich erwarte dafür nicht immer eine Gegenleistung, sondern mir geht es darum, dass unsere Patienten immer mit einer Lösung nach Hause gehen. Mhm. Und wenn die kommen und sagen, Mensch, E-Rezept, wie sieht es denn aus, was muss ich da machen? Dann sage ich, pass auf, wenn sie soweit sind, wir können das, sie kommen rein, wir machen alles für sie hübsch und dann sind sie zufrieden und können nach Hause gehen und wir kümmern uns um die restliche Versorgung. Und oftmals habe ich das Gefühl, wir nehmen uns so ein bisschen raus, wo wir dann sagen, na gut, das ist Sache der Krankenkasse, müssen die sich kümmern und dann rufen sie doch mal dort an. Und dort können wir halt eigentlich schon viel, viel eher unsere Kompetenz unter Beweis stellen und dann aktiv auch nachfragen, was halt benötigt wird. Mhm. Und dann selber eben der Schlüssel sein. Dann kommen auch die Rezepte zu uns. Deswegen habe ich nicht so die große Angst vor Shop-Apotheke oder Co. Weil ich denke, die Jungs machen einen guten Job, marketingmäßig Bombe. Mhm. Die werden auch unsere Teile von E-Rezepten bekommen. Steht außer Frage. Aber ich denke, dass wir noch genügend abbekommen, wenn wir uns halt positionieren. Mhm. Ich sehe hier Zustimmung. Nicken. Gibt es da noch einen Kommentar vielleicht? Ich möchte euch ja hier digital nicht außer Acht lassen. Hannes, gerne. Also ich finde den Kommunikationspart ganz wichtig. Also das kann man nicht genug betonen. Die Krankenkassen, denke ich, können durchaus hier noch das eine oder andere tun. Auch das BMG hat sich schon dazu durchgerungen zu sagen, wir gucken mal, wie kriegen wir das kommunikativ in die Breite zu den Versicherten und Bürgern noch gespielt. Das wird spannend, wie in den nächsten Monaten hier also alle Player anfangen, dann wirklich an den Endnutzer auch zu kommunizieren. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema einfach. Man muss aufklären und das kann nicht allein eine Gematik tun. Da sind wirklich alle Versicherungen und sicherlich auch der Bund gefragt. Aber auch die Kommunikation an die Apotheker und die Ärzte ist natürlich ein ganz wichtiges Momentum. Und Herr Lipp hatte vorhin so einen schönen Vorschlag, wie man das Ganze jetzt schnell in die Breite bringt. Ich glaube, es ist auch ein verantwortungsvolles Vorgehen, was die kassenärztlichen Vereinigungen jetzt wählen. Sie wollen da mit den Mitgliedern reden, auch gemeinsam im Schulterschluss mit den Herstellern, um das wirklich nachhaltig in die Versorgung einzuziehen, sodass jeder Arzt und jeder Zahnarzt letztlich versteht, wie es funktioniert, wie man es nutzt, wie es in dem eigenen System ankommt und genutzt werden kann, sodass es dann letztlich auch wirklich in die Routine eingeht und nicht nur einmal kurz probiert, getestet und wieder beiseite gelegt wird, sondern dass es nachhaltig in der Praxis auch ankommt. Also das ist, denke ich, ein wichtiger Grund auch, warum jetzt dieser stufenweise Ansatz gewählt wurde, weil man eben kommunikativ das Ganze gut begleiten will. Spannend. Es gibt noch eine weitere Wortmeldung. Genau. Dr. Thomas Lipp, noch einmal, Sie wollten... Ja, eine Ergänzung zu dem, was gerade gesagt wurde. Ich halte es wirklich für eine vorzügliche Chance, dass jetzt endlich zwei medizinische Berufe, Apotheker und Ärzteschaft, über dieses E-Rezept, glaube ich, wirklich mehr zueinander finden als bisher, dass dort, sagen wir mal, der fachliche Austausch besser funktioniert, jenseits von irgendwelchen persönlichen Bekanntschaften zwischen Arzt und Apotheker, sondern dass sich das hier auf eine strukturelle Ebene gehoben wird. Die Hoffnung habe ich auch, weil wir nämlich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Ärzte und Apotheker jetzt hier sind, ich glaube, es tut dringend Not, dass die beiden Gruppen, die ja Freiberufler darstellen, in dieser Welt auch geschlossen und gemeinsam Versorgung mit planen, dass wir als Freiberufler auch wieder ein bisschen mehr in Erscheinung treten können. Ja, vielen Dank. Ich würde dann einmal das Wort direkt übergeben. An Robert hat sich auch noch gemeldet. Ja, ich bin gerade ein bisschen erschreckt von wegen Kommunikation Ärzte, Apotheker, dass die halt wohl aktuell nicht so toll läuft. Ich hoffe, das ist nur eine persönliche Erfahrung. Wenn das dann natürlich einfacher und struktureller wird mit dem E-Rezept, ist das natürlich für Patienten, was ganz Tolles. Wie gesagt, wenn das jetzt nicht so funktioniert, ist es im Einzelfall vielleicht auch gar nicht so toll. Was ich, wo ich aber eben nochmal einhaken wollte, was du vorhin gesagt hattest, dieser Fall, wenn der Server irgendwie mal ausfällt, was wir ja bei dem Impfzertifikat mal hatten, das würde ich natürlich auch unter diese große Forderung, es muss funktionieren, subsumieren, dass es da irgendwelche Backup-Systeme gibt, dass dann eben auch das System so gestrickt ist, dass es dann so einen Serverausfall oder ähnliche Geschichten dann auch mal überbrücken kann.
dass ich dann als Patient nicht in der Apotheke stehe und halt erstmal nichts bekomme und dann auf morgen oder so verwiesen werde, das ist natürlich dann auch immer nicht so toll. Und auch ganz generell muss ich mal sagen, wir haben ja in Deutschland manchmal auch so diesen Anspruch, dass Dinge, die wir neu einführen, von Anfang an perfekt und vollständig sein müssen. Insofern finde ich es auch gar nicht verkehrt, dass wir an dieser Stelle beim E-Rezept den Teil ausrollen, der funktioniert, der fertig ist, sprich E-Rezept für Medikamente. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, diese Gesamtstrategie, Telemedizin und auch Hilfsmittel und ähnliche Geschichten, die müssen dann natürlich auch noch implementiert werden, die müssen kommen. Wie gesagt, der Anspruch, dass alles von Anfang an funktioniert, das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu hoch. Insofern, wie gesagt, erstmal auch so ganz klasse, dass es überhaupt erstmal so funktioniert. Ja, herzlichen Dank auch für die Einblicke. Ist natürlich schon auch wichtig, das Thema wieder Kommunikation, Arzt, Apotheke. Ich denke, also es ist leider hier und da Realität, muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Das muss man nicht schönreden, das ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube aber, dass es jetzt auch ein ganz wichtiger, eine ganz tolle Möglichkeit ist, nochmal neu und anders miteinander zu sprechen und zu gucken, okay, welche Vorteile kann das für uns bringen, welchen Mehrwert hat das für unsere Zusammenarbeit, wie kann es einfacher funktionieren und da nochmal eine schöne Möglichkeit. Du hast jetzt nochmal gerade so Luft geholt, ja, möchtest du noch abschließend einen Gedanken mit uns teilen? Also wir reden vorneweg vom Serverausfall. Das geht immer davon aus, dass bei der Gematik irgendwas nicht funktioniert. Aber vielleicht sollten wir auch gucken, dass unsere Handynetze irgendwann stabil laufen, weil wenn bei mir jetzt in der Apotheke zum Beispiel das Internet abknackst, weil die Telekom irgendeine Leitung kappt, was ja durchaus mal vorkommen soll, hab ich gehört. Dann kannst du ja mit einem Backup sozusagen auf das LTE-Netz oder was umschalten, ja. Ist überhaupt kein Thema. Jetzt fahre ich aber auch gerne mal durch Brandenburg oder sowas, dann sieht es halt auch mal schnell mau aus mit einem mobilen Netz. Also wir brauchen vielleicht auch von Seiten der Gematik den einen oder anderen Leitfaden, wie gehe ich bei welchen Ausfällen technischer Natur vor, mit welchen Möglichkeiten kann ich dann arbeiten, um diese Ängste so ein bisschen zu nehmen, genau. Dass du halt wirklich dann sagst, okay, dass so ein, ich meine, jeder Pilot hat so ein Notfallhandbuch, warum halt nicht in der Apotheke, kleines Notfallhandbuch der Gematik, wo das ein bisschen hübsch gemacht ist und dann sagst du halt, okay, das und das kannst du jetzt machen, wenn die und die Sachen nicht funktionieren. Ja. Und dann machen wir für die Ärzte noch à la Teleshopping und die Apotheker so ein schönes Werbevideo, wo wir so ein bisschen das Rezept schön grau darstellen und das Neue dann so in diesen knallig bunten Farben und lassen uns das moderieren und dann kommen die schon an Bord. Meinst du? Sehr schön. Ja, die Zeit, die rast. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange noch weiter darüber sprechen, denn man sieht, es ist auch noch viel zu tun. Gleichzeitig denke ich, ja, wir freuen uns auch alle darüber, dass es jetzt losgeht und wir hoffen, dass viele mitmachen. Ich glaube, dass auch wirklich jede einzelne Person gefragt ist, sich einzubringen, ob das im bekannten Freundeskreis ist, ob das bei den Ärzten ist. Ich meine, ich bin ja auch Patientin und gehe zu Ärzten, da mal aktiv anzufragen. Ja, wir sind alle Multiplikatoren und das möchte ich an der Stelle auch einfach nochmal sagen, dass wir alle unseren Teil dazu beitragen können, dass das E-Rezept jetzt endlich kommt und damit sage ich vielen, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben, digital und vor Ort. Vielen Dank für die Impulse, die wir gegeben haben. Es sind noch ein paar Fragen offen. Wir gucken, dass wir auch im Nachgang ja noch mal ein paar beantworten. Und damit übergebe ich wieder an Martin. Meinerseits ebenso ein großes Dankeschön an die gesamte Runde, sowohl hier in Dresden als auch digital. Vielen Dank für die Impulse und ich denke, wir haben gesehen und gehört, ein paar Schritte fehlen noch, aber wir sind auf einem guten Weg. Und damit kommen wir gleich zu unserem nächsten Programmpunkt. Aber vorher gilt es nochmal einen Dank auszusprechen, denn diese Veranstaltung hier heute wäre natürlich nicht möglich ohne einige Partnersponsoren, die hier dahinter stehen. Wir haben die hier einmal mitgebracht, würde bitten, die einmal hier einzublenden an dieser Stelle. Ein großes Dankeschön für die Unterstützung auf ganz, ganz vielfältige Art und Weisen, sowohl inhaltlich als auch natürlich bei der technischen Umsetzung hier dieses Veranstaltungsformats. Und einer unserer Partner hat auch einen kleinen Videoeinspieler zugeliefert und diesen würden wir jetzt an dieser Stelle gern einmal abspielen. Und damit Mats ab. Danke euch. Mikrofone gern liegen lassen. Mal mitnehmen. Okay.
10 Sekunden noch. Ja, und schon sind wir hier zurück im Studio und wir haben hier ganz schnell etwas personell gewechselt und neben mir, ich freue mich hier vor Ort in Dresden begrüßen zu dürfen, zwei Kolleginnen von ETL Advision. Und sicherlich ein etwas exotischeres Thema im Zusammenhang mit dem E-Rezept Summit, vor allem verglichen mit den anderen Inhalten der Veranstaltung, aber nicht minder spannend. Und insofern, wir freuen uns jetzt auf euren Impuls, auf eure Keynote. Und damit würde ich einmal den Klicker, wie versprochen, rüberreichen und das Wort an Sie beide übergeben. Dankeschön. Ja, danke schön, Martin. Ja, stimmt, ungewöhnlich, vielleicht, dass Steuerberater jetzt hier mit vor Ort sind. Das Thema ist ja auch unter anderem mit E-Rezept weitergedacht und genau das wollen wir nämlich jetzt tun. Ja, unsere Gesellschaft verändert sich unentwegt und sie entwickelt sich weiter. Mit ihr verändern sich die technischen Möglichkeiten und damit auch die Bedürfnisse der Bevölkerung. Das Bewusstsein für Serviceorientierung wächst und dadurch der Wunsch nach zeitsparenden digitalen Lösungen für immer mehr Lebensbereiche, auch für den Lebensbereich Gesundheit. Super. Ja, durch veränderte Bedürfnisse und die Weiterentwicklung von technischen Möglichkeiten entsteht eine Eigendynamik, die nicht mehr zu stoppen ist. Wir beobachten das in unseren Nachbarländern, aber auch in unseren heimischen Medien sind digitale Gesundheitsangebote immer stärker präsent. Das wachsende Angebot neuer digitaler Produkte im Gesundheitswesen gerät immer stärker in den Fokus der Bevölkerung und wird zunehmend nachgefragt. Schlussendlich werden die Patienten und Kunden sich den Anbietern zuwenden, die durch ihr Angebot diese Kundenbedürfnisse befriedigen. Was bedeutet das für die Apotheke? Wie bei jeder Veränderung ist es so, dass eine zukunftsfähige Ausrichtung nur möglich ist, wenn man sich darauf einlässt und Neuerungen wagt. Stillstand und Abwarten hat noch nie einen Vorteil gebracht und die Digitalisierung in Form des E-Rezepts beinhaltet durchaus Vorteile für die öffentliche Apotheke, wenn sie denn frühzeitig reagieren und auf den Zug aufspringen. Ja, nun könnte man sich natürlich fragen, was haben denn Steuerberater schon mit den Vorteilen von den E-Rezept zu tun und jetzt genau kommt das Weiterdenken, was ich gerade schon angekündigt habe. Denn E-Rezept und Steuerberatung sind gar nicht so weit auseinander. Wir genießen als auf das Gesundheitswesen spezialisierte Steuerberater ein großes Vertrauen unserer Mandanten und erfahren oft aus erster Hand von den Bedürfnissen und Sorgen der Leistungserbringer. Aktuelle und innovative Entwicklungen nutzen wir, um neue Wege für unsere Mandanten zu finden und sie bei einer zukunftsfähigen Unternehmensausrichtung zu unterstützen. Die Digitalisierung umfasst verschiedene Bereiche im Unternehmen, die sich gegenseitig berühren und überschneiden. Neben der Umsetzung der TI und damit auch dem E-Rezept gibt es weitere sinnvolle Prozessoptimierungen, bei denen dann gesetzliche Vorgaben der Finanzverwaltung zu berücksichtigen sind. Digitalisierung in der Buchführung ist beispielsweise schon seit etlichen Jahren üblich, wodurch wir Steuerberater bereits einen umfangreichen Erfahrungsschatz in der digitalen Welt haben. Mit dem E-Rezept kommt nun ein weiterer Unternehmensbereich dazu, der sogar ideal in die oft schon digitale Buchführung integriert werden kann. Das E-Rezept bietet Apothekern Chancen, da verschiedene Arbeitsprozesse digital ineinander greifen können. Man kann die entsprechend optimieren, aufeinander abstimmen. Das Abrechnungsprozedere kann ohne viel Aufwand optimiert werden und durch die Direktabrechnung das Ausfallrisiko gemindert werden. Die automatisierte Kontrolle der Erlöse ist ohne Mehraufwand möglich, sofern denn Schnittstellen genutzt werden und die Prozesse aufeinander abgestimmt werden. Und damit kann das E-Rezept von der Abrechnung direkt bis in die Buchführung fließen. Und darauf sollte man achten, wenn man denn jetzt mit dem E-Rezept zu tun hat und das entsprechend umzusetzen ist. Wie das praktisch in der Apotheke aussieht, das wird Ihnen jetzt meine Kollegin Carmen Brünig berichten. Frau Brünig hat über 30 Jahre Erfahrung in der Beratung von Apotheken und ist bei ETL Advision verantwortlich für unsere Apothekenbranche. Ja, herzlichen Dank, Janine. Ist das Mikro an? Ja? Okay. Ja, wir haben gehört, das E-Rezept kommt und aus analog wird digital. Ja, die vollumfängliche Umsetzung des E-Rezeptes bis in die eigene Apothekenverwaltung hinein bietet die Chance, sich zukunftsweisend digital auszurichten, den Kunden dadurch eine Handlungsplattform zu bieten, die zu den sich verändernden Kundenwünschen passt. Positionieren Sie sich also als Apotheker mit Ihrer Apotheke so, als moderner und zuverlässiger Partner, der Regionalität mit
der digitalen Welt verbindet. Was bedeutet die Einführung des E-Rezeptes nun? Ja, sie bedeutet erhebliche Veränderungen für Apotheken, Krankenkassen und natürlich auch Patienten. Die Erwartungen sind sehr hoch, dass die damit verbundenen Prozesse vereinfacht werden und dadurch mehr Transparenz geschaffen wird. Es ist daher ratsam für Apotheker, sich rechtzeitig auf diese digitalen Prozesse vorzubereiten, sich darüber auch früh Klarheit zu verschaffen, welche Arbeitsabläufe sich überhaupt ändern und ganz wichtig, gerade auch ihre Mitarbeiter von Anfang an positiv einzubinden. Wenn Sie das alles berücksichtigen, dann werden Sie mit Sicherheit gut gerüstet sein für die Einführung des E-Rezeptes. Ja, durch das E-Rezept bieten sich auch neue Wege der Rezeptabrechnung. Durch die Direktabrechnung der Rezepte entsteht Einsparpotenzial in den Arbeitsabläufen der Apotheke. Zum Beispiel eine klare Zuordnung ist möglich von Leistungserbringung, Rechnungsstellung und Zahlungseingang. Das E-Rezept erfordert somit neue Übermittlungswege für Daten und auch neue Software. Zugleich aber entfällt auch der Umgang mit den Papierrezepten, der bisher einen Großteil der Arbeitsabläufe in Anspruch nahm. Ja, durch die Direktabrechnung entstehen neue, kürzere Arbeitsabläufe in der Apotheke und bietet Einsparpotenziale in der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater und der Warenwirtschaft. Diese Zusammenarbeit sollte genutzt werden durch die Art, wie die Abrechnungsdaten in die Finanzbuchhaltung einfließen. Dabei ist natürlich Datensicherheit und Datenschutz bei jedem Schritt zu berücksichtigen. Das ist selbstverständlich. Um jetzt gut vorbereitet zu sein und die Vorbereitung auch zu optimieren für die Einführung des E-Rezeptes, sollten Sie als Apotheker alle sämtliche digitalen Schnittstellen der Apotheke, Ihrer Apotheke zu allen kooperierenden Unternehmen prüfen, wie zum Beispiel die Schnittstelle auch zum Steuerberater. Bei der Vorbereitung auf eine digitale Betriebsprüfung sollte auf jeden Fall eine korrekte Datenhistorisierung erfolgen, ganz wichtig. Und dabei können natürlich aber auch die für die Einführung des E-Rezepts notwendigen Veränderungen dabei genutzt werden, um auch Neuerungen zu etablieren in dem Zusammenhang. Ja, wenn wir jetzt auch noch mal ein bisschen mehr durch die steuerrechtliche Brille auf das Ganze schauen, dann gelten unabhängig von der Form der Abrechnung die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen, Unterlagen in digitaler Form sowie zum Datenzugriff. Langes Wort, kurz GOBD. Also die GOBD sind auf jeden Fall einzuhalten. Das betrifft sämtliche Buchhaltungsdaten und auch die Daten der Warenwirtschaft. Sie müssen beides digital vorhanden, nachprüfbar, nachvollziehbar und auch unveränderbar sein. Auch Korrekturen innerhalb der Daten ist nachzuweisen, um dadurch auch einen wirksamen Schutz vor dem Vorwurf der Manipulation zu haben. Was hieß das zu den GOBDs früher? Früher musste eine geordnete Belegablage erfolgen und eine Kontierung auf dem Beleg vorhanden sein. Heute sprechen wir, wenn wir über GOBD sprechen, um die eindeutige Verknüpfung von Datenbeständen. Belege werden digitalisiert und mit den Buchungen verknüpft. Weitere Anforderung der Finanzverwaltung ist eine möglichst differenzierte Verfahrensdokumentation einzurichten für alle Verarbeitungsprozesse, die anfallen. Diese Verfahrensdokumentation muss auch allen bekannt sein und auch eingehalten werden, sonst nutzt sie keinem etwas. Sie ist bereits seit 2015 Pflicht und Vorgabe der Finanzverwaltung und umfasst alle Bereiche steuerlich relevanter Prozesse. Wichtig beim Prozess der Direktabrechnung, dass auch dort eine eigene differenzierte Verfahrensdokumentation erstellt wird und eingeführt wird. Weitere Vorgabe der Finanzverwaltung erforderlich ist ein internes Kontrollsystem, ein sogenanntes IKS, das über die Einhaltung und Dokumentation der Verfahren und Prozesse schreibt. Es ist so, dass bei einer Betriebsprüfung
der Prüfer in der Regel als erstes nachfragt, haben Sie denn ein internes Kontrollsystem eingeführt? Das Fehlen gilt bereits als Mangel, so sieht die Finanzverwaltung. Und Prüfer kündigen dann oft schon Strafmaßnahmen an, zum Beispiel Umsatzhinzuschätzungen, wenn ein IKS eben halt nicht vorhanden ist. Umgekehrt, das Vorliegen eines solchen internen Kontrollsystems ist ein Indiz für fehlenden Vorsatz des Steuerpflichtigen. Ja, Empfehlung an dieser Stelle, ein internes Kontrollsystem auch für die Abrechnung der Rezepte umzusetzen auf jeden Fall. Sollten Abrechnungen parallel laufen, also einmal übers herkömmliche Rechenzentrum und über eine Plattform zur Direktabrechnung, dann bitte ganz wichtig, die Prozesse, die Verfahren getrennt zu beschreiben für jeden einzelnen Abrechnungsweg, damit das Finanzamt auch erkennt, über welchen Weg abgerechnet ist und die Rezepte in der Buchhaltung ankommen. Ja, Grundsätze der Datenarchivierung gelten in angepasster Form für jeden dieser Wege. Ja, zu guter Letzt ist es dann so, dass neben diesen ganzen Formvorschriften, die wir gerade gehört haben, auch bei digitalen Prozessen die steuerlichen Aufbewahrungspflichten zu berücksichtigen sind. Diese sind bekanntlich 6 bzw. 10 Jahre und beginnen nicht regelmäßig mit Ablauf des Kalenderjahres, sondern auch mit Ablauf jenes Jahres, in dem zum Beispiel ein Jahresabschluss oder eine Bilanz erstellt wurde, sodass man dann am Ende schon auch zu Aufbewahrungsfristen von eher 12 oder 13 Jahren in der Praxis kommen kann. Über diesen genannten Zeitraum müssen die Daten revisionssicher, das heißt unveränderbar gespeichert sein und auch vor Verlust gesichert werden. Bei einer Betriebsprüfung, die ansteht, müssen Sie dazu auch noch auslesbar und elektronisch auswertbar sein. Ja, das ein bisschen durch die steuerrechtliche Brille drauf geschaut. Stellen Sie also mit der Einführung des E-Rezepts weitere Arbeitsschritte, die Abgabe der Medikamente, die Abrechnung und die Buchführung aufeinander aufbauen, digital dar. Und lassen Sie einfach die Zahnräder perfekt ineinander greifen. Entdecken Sie für Ihre gesamte Apotheke diese Bedeutung und nutzen Sie mit einer abgestimmten digitalen Prozesskette das volle Potenzial des digitalen Wandels, was wir haben, was uns erwartet, um modern und zukunftsfähig zu sein. Ja, denken Sie mit uns gemeinsam das E-Rezept weiter. Herzlichen Dank. Ebenso meinerseits ein großes Dankeschön an euch beide. Und Carmen, dich werden wir gleich auch noch im Rahmen unseres zweiten Panels das E-Rezept weitergedacht. Du hast eigentlich die perfekte Überleitung gegeben, dann noch weiter diskutieren. Aber erstmal an dieser Stelle vielen Dank für den Impuls. Dankeschön. Und bevor wir jetzt tatsächlich gleich in das zweite Panel übergehen, haben wir noch eine zweite Zwischen-Keynote. Und Dr. Stefan Knupfer ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der AOK Plus und uns digital via Zoom zugeschalten. Und damit übergebe ich gerne an Sie, Herr Dr. Knupfer, und wir freuen uns über Ihre und auf Ihre Keynote aus Krankenkassensicht. Zwischen Keynote habe ich auch noch nicht gehört. Ich gebe mir Mühe, ja, um doch ein paar Impulse zu setzen. Sehr geehrte Damen und Herren, E-Rezept, genauso wie, ich finde es schon auch ein Stück symptomatisch für Digitalisierung in Deutschland, ein Basisschritt, der dringend erforderlich ist, der dringend erfolgen muss, weil wir tatsächlich, und da haben wir wirklich Erfahrung darin, wenn es um Digitalisierung geht, ganz sicher nicht mehr die Benchmark in Europa und auf der Welt darstellen, sondern ganz im Gegenteil mächtig hinterherhinken. Sie kennen ja vielleicht das Zitat, was man Lenin zuschreibt, wenn es um die Deutschen und eine Revolution geht, nämlich die Frage, ob wir zu einer solchen überhaupt fähig sind. Und ich würde es mir im digitalen Bereich wünschen. Er hat es ja damals kolportiert oder ihm wird diese sinngemäße Zuordnung zugedacht, dass die Deutschen schon deshalb nicht schaffen, weil wenn sie in den Bahnhof stürmen wollen, wird sie sich erst eine Bahnsteigkarte lösen.
Und ich glaube, wenn man viele der Rahmenbedingungen hört, die mit Digitalisierung einhergehen, dann kann einem auch schon ein Stückchen schwindelig werden. Aus einer Krankenkassenperspektive ist die zentrale Herausforderung das Denken in einer Versicherten- oder Kundensicht. Wenn wir uns nicht in die Prozesse, in die gewünschten Kundenreisen unserer Versicherten reindenken können, wenn wir dieses nicht respektieren können, und da werden Sie vielleicht auch feststellen, dass E-Rezept zwar ein wesentlicher, aber nicht der alleinige Bestandteil hiervon ist, dann wird es am Ende des Tages nicht gelingen. Es werden einzelne Bausteine bleiben, die zugegebenermaßen beim E-Rezept sehr, sehr wichtig sind, mit über 500 Millionen Rezepten pro Jahr, in Deutschland knapp 800 Millionen Verordnungen pro Jahr. Da erschließt sich ja schon für jeden Interessierten auch das Potenzial. Und das gilt natürlich auch für die AOK Plus und auch die Bestrebungen, die wir haben. Wofür ich heute ein Stück werben möchte, ist nicht das E-Rezept an sich, das heißt ja so auch so ein Stückchen wäre das Eulen nach Athen tragen, sondern was wäre denn mit E-Rezept im Weiteren möglich? Also beispielsweise die Krankenkassen entwickeln ja zunehmend auch digitale Produkte. Bei uns heißt unsere Gesundheitsassistentin Navida. Navida ist im Grunde genommen ein vorgeschalteter Symptomchecker, der dann intelligente Maßnahmen folgen lässt, zum Beispiel auch eine Videosprechstunde. Und da wäre es natürlich unmittelbar sinnvoll, dann ein E-Rezept auch tatsächlich an den Mann oder an die Frau zu bringen. Das ist das Denken in Kundenreisen und nicht nur die isolierte Betrachtung auf die tatsächliche Verordnung, auf das E-Rezept an sich. Wir versuchen also in unseren Aktivitäten diesen Plattformgedanken, dieses Vernetzen schon ein Stück Realität werden zu lassen und müssen auch feststellen, dass wir in Deutschland einen massiven Nachholbedarf haben, ganz offen gesprochen, bei allen Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen, da schließe ich natürlich auch die gesetzlichen Krankenkassen mit ein, was das Verständnis für digitale Prozesse ist, was das Verständnis für digitale Produkte ist, und vor allem auch, wie wir unseren Kunden, unseren Versicherten diese Produkte, diese Angebote, diese Kundenreisen auch ein Stück näher bringen dürfen. Der größte Erfolg auch im Vorfeld jetzt der Aktivitäten rund um die Einführung des E-Rezepts war für uns auch die Erkenntnis, was wir zum Beispiel bei versicherten Schulungen, aber auch bei Schulungen von Praxispersonal gemacht haben. Und das erfolgt auch von meiner Seite ohne jene Häme. Wir Deutschen neigen ja auch ein bisschen dazu, das theoretische Fundament über alles zu stellen, während andere einfach losmachen, frei nach dem Motto, done is better than perfect. Ja, also wir brauchen hier nicht die perfekten Prozesse, die ganz super perfekten Abläufe, sondern wir müssen endlich auch in unserem Land ins Tun kommen. Wenn man ein Stück in die Zukunft denken möchte, und sich mal so grundsätzlich vorstellt, was heute denn mit E-Rezept möglich ist und was auch nicht möglich ist, dann möchte ich das versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen. Wir versuchen uns mal einen insulinpflichtigen Diabetiker vorzustellen. Der bekommt eben nämlich nicht nur ein Arzneimittelrezept, sondern der bekommt natürlich in aller Regel auch ein Hilfsmittelrezept, nämlich die sogenannten Lanzetten, die Stechhilfen. Und da wird ja unmittelbar deutlich, dass es natürlich mit dem klassischen Ansatz jetzt des E-Rezepts der wichtige Start für die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist. Aber es wird ebenso deutlich, dass es natürlich aus einer Nutzerperspektive nicht besonders prickelnd ist, wenn ich zwar mein Arzneimittel, also beispielsweise jetzt hier das Insulin und die Blutzuckerteststreifen über E-Rezept beziehen kann, aber für die Hilfsmittel dann doch den analogen Weg gehen muss. Da appellieren wir natürlich daran, auch sehr, sehr schnell solche Barrieren zu überwinden. Das würden die Menschen auf Dauer nicht verstehen. Auch die Lust und die Akzeptanz von digitalen Anwendungen würde dadurch behindert werden. Es ist also unmittelbar notwendig, dass wir schnellstmöglich beispielsweise auch Hilfsmittel
aber alles, was den Verordnungsbereich darüber hinaus betrifft, schnellstmöglich digitalisieren. Insgesamt betrachtet wundert man sich ja in einem Land der Ingenieure, wir sind ja nicht nur Dichter und Denker, dass wir uns so schwer mit Technik tun, Thema Konnektoren, aber das gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu, dass wir zunehmend zu diesen digitalen Anwendungen natürlich auch eine wirklich reibungslos funktionierende Telematik-Infrastruktur benötigen, die es dann eben wirklich gestattet, diese Themen dann auch marktgerecht umzusetzen. Es kommt also aus unserer Sicht ganz wesentlich darauf an, dass wir nicht nur digitale Themen uns zunehmend erschließen, sondern dass wir das mit den Patienten, Nutzern, Versicherten, Kunden, egal wie wir jetzt die Menschen nennen, tun, dass wir es gemeinschaftlich tun, dass auch wir im Gesundheitswesen in einem konstruktiven Dialog bleiben, was denn das Beste für die Menschen tatsächlich ist, woran wir glauben, auf Grundlage von Kundenbefragungen, von Marktforschungsergebnissen, wie das Ganze funktionieren kann und ein Stückchen weniger die Nebenkriegsschauplätze bedienen. Wir machen uns ja, man sieht es ja am Beispiel der elektronischen Patientenakte, heute viel mehr Gedanken, wie wir auch dem letzten Versicherten den Zugang zu einer EPA ermöglichen, beispielsweise den Menschen, die kein mobiles Endgerät haben. Anstatt dass wir uns endlich Gedanken machen, gemeinsam, wie wir es schaffen, wertige Inhalte in die EPA zu bekommen. Und dieses natürlich, und das ist auch die Aufgabe meines Hauses beispielsweise, aber eben auch vieler anderer im Gesundheitswesen, diese neuen Lösungen auch tatsächlich an die Kunden, Patienten, Versicherten zu bringen. Dafür möchte ich auch an der Stelle nochmal werben und hoffe, dass das E-Rezept mit der vor allem Quantität, die zweifelsohne vorhanden ist, auch so ein Stückchen Schlüssel zu einer zunehmenden Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen führen wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ebenso ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Dr. Knupfer, für diesen Impuls. Und wenn ich hier links durch die Runde blicke, dann sehe ich hier ein volles Panel, ein volles zweites Podium rund um das Thema das E-Rezept weitergedacht. Und bevor ich hier an Ralf König übergebe, der das Podium moderieren wird, möchten wir unsere dritte und letzte Live-Umfrage mit Ihnen durchführen. Auch natürlich nochmal, um einen Impuls dann für die anschließende Diskussion geben zu können. Und damit würde ich quasi einmal bitten, dass wir noch einmal eine Umfrage freischalten. Und zwar passend zum Panel, was schätzen Sie, wird die größte Veränderung, die das E-Rezept mit sich bringt oder mit sich bringen wird? Das ist im Vergleich zu den ersten Umfragen eine Wortwolke. Das heißt, Sie können tatsächlich einfach den Begriff eintippen, der Ihnen sofort in den Sinn kommt, wenn Sie an das E-Rezept denken und daran, was das E-Rezept künftig ermöglichen wird. Wir sind gespannt, welches Wort sich durchsetzen wird. Sind aktuell nur 2, das erscheint mir etwas unrealistisch. Ist die Umfrage auch freigeschaltet? Jetzt geht es weiter. Effektivität. Ein Smiley, auch sehr schön. Ich werde im Nachgang auflösen, welches Wort in der Wortwolke stand beim letzten E-Rezept-Summit im vergangenen Herbst. Es war nicht ganz so positiv konnotiert wie die Begrifflichkeiten, die wir hier sehen. Insofern scheint sich gerade im Mindset etwas getan zu haben. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner Impuls, der am Ende von dieser Veranstaltung ausgeht. Effektivität, Schnelligkeit als am häufigsten genannte Begrifflichkeiten. Ich denke, das können wir gerne so stehen lassen. Vielen Dank an die Regie. Ah, da sehe ich das kleine teuflische Wort, was das letzte Mal am größten war, den Begriff Chaos. Diesmal hat es sich aber nicht durchgesetzt. Ich denke, das spricht für ganz gute Vorzeichen. Aber Ralf, ich überlasse es dir gleich mit deinen Panelistinnen und Panelisten, das etwas tiefer gehend zu erörtern. Und damit, Ralf, möchte ich auch direkt an dich übergeben. Das Panel gehört dir. Es ist ein volles Panel, eine weitere Person sogar noch digital zugeschalten. Aber ich denke, das E-Rezept weiterdenken, genau der Schritt, den wir jetzt brauchen. Ralf. Vielen Dank.
Wir sind jetzt ja schon, auch wenn es der dritte Summit ist, zum vierten Mal hier in Dresden virtuell und real unterwegs. Von einem knappen Jahr, auch im Sommer, hatten wir die eRezept Welcome Party. Wir haben viel gefeiert, der Gast war noch nicht so da. Der kommt jetzt erst so richtig ins Spiel, umso schöner. Vielen Dank auch an Dani für das schöne Panel vorher. Kommunikation ist alles. Erstmal von meiner Seite auch an die Zuhörerschaft. Herzlich willkommen hier im zweiten Panel des heutigen Tages. Es freut mich außerordentlich, dass auch über 400 Apothekenmitarbeiterinnen mit dabei sind. Ganz wichtig von Seiten der Leistungserbringer, dass wir endlich wirklich Farbe bekennen und zeigen, wir können und wir wollen. eRezept wird ja immer als der Gamechanger beschrieben, umso wichtiger, dass wir uns damit auch wirklich alle beschäftigen. Und ich freue mich heute auf die große Runde, die wir hier haben und hoffentlich, mir ist noch eine Teilnehmerin, die Frau Marquardt, im Moment abhanden gekommen. Aber dann fangen wir doch an. Wir durften gerade schon einen schönen Beitrag, eine Keynote hören von der Frau Brünnig zum Thema eRezept und Steuerberatung, Digitalisierung allgemein. Was sind für Sie so die Gamechanger-Attribute des eRezepts? Ja, ich fange mal an und denke mal aus der Sicht der Apotheke mal darüber nach. Was sind da die größten Veränderungen? Und das haben vielleicht Frauen eher so an sich, dass die eher so ein bisschen emotional auch drüber nachdenken, dass ich mir überlege, wenn ich in eine Apotheke gehe, möchte ich ein Medikament bekommen, was mit Emotionen abgegeben wird vom Apotheker. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, eine maximale empathische Bindung zum Kunden, zum Patienten jetzt aufrechtzuerhalten im Zuge des eRezeptes. Ich denke, die Vor-Ort-Apotheken müssen sich anders aufstellen in Zukunft, können sie aber auch für die Kundenbindung, indem sie eben drüber nachdenken, über die 5 neuen Dienstleistungen, die kommen werden, vielleicht zum Herbst auch nochmal drüber nachdenken, das Thema Impfangebot, Testangebot nochmal wieder verstärkt aufzunehmen. Ja, einfach Apotheke digital denken. Ich denke da auch an Telepharmazie beispielsweise. Also um es auf den Punkt zu bringen, denke ich, wir müssen uns von der Standardapotheke verabschieden, ja, um eben diese Kundenbindung zu haben und zu behalten. Das wäre meine Sichtweise aus der Sicht des Apothekers. Schaue ich mal aus betriebswirtschaftlicher Sicht eines Steuerberaters drauf, dann, ja, wir haben es eben in der Umfrage auch schon gesehen, also auf jeden Fall Schnelligkeit, also wir kommen schneller zur Abrechnung. Dadurch natürlich auch betriebswirtschaftlich kann ich die Liquidität viel, viel besser gestalten als Unternehmer, als Apotheker. Und ich habe dadurch eben als Apotheker die Kontrolle eben selber in der Hand. Ich denke auch, Minderung des Ausfallrisikos bei der Direktabrechnung ist auch gegeben. Ja, insgesamt eben aus betriebswirtschaftlicher Sicht eben den Liquiditätsvorteil und die freie Gestaltung. Das. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und dann gehe ich gleich mal in den virtuellen Raum. Jetzt ist sie auch mit an Bord. Die Frau Marquardt ist Juristin und zwar beim Bund der Pharmazeutischen Industrie, beim BPI. Und das ist das Vorteil dieses Panels, dass wir es wirklich von vielen Seiten beleuchten wollen, das eRezept. Und ich finde es spannend, was Sie aus der Seite der Hersteller, welchen Blickwinkel auf die größten Veränderungen des eRezeptes oder durch das eRezept, das Sie uns beibringen wollen. Ja, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch für die Einladung seitens des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie, also eines Verbandes mit mittelständischer Struktur. Und für mich ist ganz wichtig, was eben gesagt wurde und was auch heute Vormittag oder schon anklang, ist, das, was das eRezept soll, ist ja die Unterstützung bzw. das Bewirken, dass der Patient mit Arzneimitteln versorgt wird. Und zwar zeitnah, sicher und genau an Ort und Stelle. Und
dabei geht es tatsächlich ja nicht nur um Versorgung, also nicht nur um Belieferung, sondern tatsächlich um Versorgung. Und genau das umfasst das, was Sie, Frau Kümmel, gerade gesagt haben, eben auch Beratung und Information, ob mit oder ohne Empathie, sei es mal drum, aber zumindest sollte der Patient versorgt werden. Und in diesem Zusammenhang ist für uns als Industrie, es ist für uns wichtig, drei Aspekte in den Mittelpunkt zu stellen. Der erste Aspekt, der mir dabei ganz wichtig ist, ist, dass wir bei aller Digitalisierung darauf achten müssen, dass die Versorgung mit Arzneimitteln nicht 80% oder 90% der Bevölkerung bekommt, sondern eben 100%. Also auch diejenigen, die nicht digital sind oder warum auch immer, wie es gerade vorhin anklingt, in Brandenburg oder wo auch immer unterwegs sind, wo es einfach schlicht und ergreifend nicht gut funktioniert. Es muss funktionieren, der Patient muss versorgt werden und das müssen wir in allem Kontext mit dem E-Rezept meines Erachtens sehr deutlich sicherstellen. Ein weiterer Aspekt, der das Thema Versorgung und damit auch Versorgung aller anbetrifft, ist die Tatsache, dass wir im Moment ja über das Muster 16 reden, also das rosa Rezept, wir aber auch Empfehlungen seitens des Arztes an den Patienten haben über apothekenpflichtige und nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel. Und diese Arzneimittel werden ja standardmäßig auf dem grünen Rezept verordnet beziehungsweise richtigerweise empfohlen, wenn Sie schon den Juristen erwähnt haben. Dann ist es auch wichtig, dass auch dieses Rezept als E-Rezept relativ schnell und unkompliziert einfach umgesetzt werden muss. Und wir haben uns als BPI in der Tat in der Vergangenheit dafür eingesetzt, weil es nicht selbstverständlich war, dass das passiert. Ich muss an der Stelle aber auch sagen, dass ich allen Beteiligten und Verantwortlichen sehr, sehr dankbar bin, dass es auch in Bälde kommt und insbesondere auch von der Gematik umgesetzt wird. Und als dritter Aspekt ist natürlich auch wichtig, das, was schon angeklungen ist und das, was wir sicherlich auch noch im heutigen Panel diskutieren werden, ist, dass natürlich die Abläufe bei allen Leistungserbringern sich ändern werden, bei unseren Partnern, Ärzten, Apotheken, sich sicherlich anpassen und ändern werden. Und auch für die Mitglieder meines Verbandes werden sich Neuerungen ergeben, die wichtig sind, beobachtet zu werden und dann auch angegangen zu werden. Und dabei darf, wie gesagt, der Patient nicht hinten überfallen, aber wir müssen uns auf Veränderungen in Strukturen, in Prozessen einstellen und müssen diese einfach mitgehen, denn Bedürfnisse und Bedarfe ändern sich. Dankeschön. Vielen Dank für diese erste Einschätzung. Zu meiner Rechten freue ich mich jetzt, ja, wie soll ich das sagen? Er hat einen Namen, der uns allen seit einem halben Jahr im ganz anderen Zusammenhang bekannt geworden ist. Ich begrüße nämlich zu meiner Rechten den Herrn Kim. Und nicht nur in der Telematikinfrastruktur mit Kim vorhanden, sondern auch hier auf dem Podium. Es ist eine wichtige Rolle als Innovationsmanager von AOK Systems in der heutigen Zeit, wo sich so viel ändert und noch sehr viel mehr ändern wird, Einfluss auf alles zu haben, was wir in Zukunft erwarten dürfen. Aus der Beratung kommend ist der Blickwinkel ja jetzt nicht nur aus dem Gesundheitswesen, sondern breiter. Wie siehst du in Zukunft die Hauptveränderung durchs E-Rezept? Also die Veränderungen des E-Rezeptes sind ja vielfältig. Also es birgt sowohl Chancen als auch Risiken. Wir als AOK Systems wollen natürlich, dass wir die Chance nutzen, jetzt durch die durchgängige Digitalisierung, durch tatsächlich digitale Formate, auch die Robotik, Automatisierung, Prozessverschlankungen nutzen wollen, dass wir zum Beispiel auch die Plausibilitäts- und die Fachlichkeitsprüfung vielleicht eher upstream zu den Apothekern verlagern, damit wir Fehler direkt korrigieren können und nicht später durch eine umständliche Retaxierung oder durch einen Anruf, durch einen Facharbeiter oder einen Mitarbeiter durchführen müssen. Aber wir wollen gleichermaßen auch nicht nur diesen Wert und diese Mehrwerte und diese Optimierungen nicht allein an einem Teil dieser Strecke, wie soll ich sagen, nutzbar und erlebbar machen, sondern bis hin zum Krankenkassenmitarbeiter selbst. Also der Krankenkassenmitarbeiter will jetzt nicht zum 20. Mal auf Ja klicken und sagen, ja, das ist okay,
alles ist grün, ja, das ist okay, sondern er möchte ja sich den Fällen widmen, die wir schon vorher angesprochen haben, also den Hilfsmitteln, also dort, wo Zeit und ein Mensch tatsächlich notwendig ist. Und dort wollen wir klar diesen Shift erwirken und wir wollen aber auch als IT- und Technologiedienstleister natürlich nach vorne schauen und schauen, wie können wir Risiken minimieren. Also wie können wir Softwarelandschaften entkoppeln, damit wir Gematik-Anforderungen als auch die Anforderungen von verschiedenen Parteien, wie zum Beispiel der Apotheker oder der Krankenkassen, wie wir diese tatsächlich auch gut umsetzen können und auch managebar und handhabbar gestalten. Und dort ist uns vor allem auch wichtig, dass wir strategische Partnerschaften eingehen und auch Projekte unterstützen und auch aktiv mitverfolgen, die es uns erlauben, die gesamte Kette zu digitalisieren und dann auch nutzbar zu machen. Also uns geht es jetzt nicht, den Blick allein auf die Kasse zu lenken als Aukassistin und zu sagen, so, das ist unser Brei, wir machen nur dieses kleine Feld, sondern wir wollen ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und gucken, dass wir diese Wertschöpfung tatsächlich auch erlebbar machen. Super, vielen Dank. Den ersten Punkt habe ich schon mal gerne gehört mit dem zeitnah in der Apotheke schon prüfen. Da kommen wir sicherlich auch in der zweiten Fragerunde nochmal drauf, weil übersetzt ist es das Thema Retaxationen, das uns natürlich gerade in der Apotheke sicherlich nicht nur Freude macht, um es mal positiv auszudrücken. Zu meiner Linken freue ich mich, den Stefan Feltens begrüßen zu dürfen, CEO der Shop-Apotheke. Im früheren Leben immer im Pharmabereich gewesen oder sehr lange bei Teva, überall auf der Welt im Einsatz praktisch. Die Shop-Apotheke bzw. die Online-Apotheken stehen ja im Verdacht, Gewinner des E-Rezeptes zu sein. Deswegen finde ich es wichtig, zu sehen, was stellt sich die Shop-Apotheke für die Zukunft im ersten Schritt jetzt E-Rezept vor, für die Nutzung und was ist der Game-Changer hier? Ja, der Gamechanger ist es, dass das E-Rezept ja ein Katalysator sein wird für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. Ja, also wir sind ja da relativ weit hinten dran in Deutschland, was die Digitalisierung angeht. In 24 EU-Ländern gibt es heute in der einen oder anderen Form elektronische Rezepte. Hoffentlich kommt Deutschland dann bald als das 25. Land dazu. Der Vorteil, der Game Changer, also wenn ich dran denke, was ist der wesentliche Nutzen des E-Rezepts? Da gibt es aus meiner Sicht zwei wesentliche Aspekte. Das ist zum einen das Thema Effektivität. Es werden ja tatsächlich Menschenleben gerettet, dadurch, dass auch tödliche Wechselwirkungen, Medikamenten, Wechselwirkungen erkannt werden, vermieden werden können. Es wird ganz sicher zu sehr viel weniger Krankenhauseinweisungen kommen. Das ist aus meiner Sicht der wesentliche Vorteil des E-Rezepts. Und darüber hinaus, das klang ja auch schon an bei den Vorrednern, dass es Effizienzgewinne geben wird. Ja, wir bewegen ja heute in Deutschland über 600 Millionen Papiere, E-Rezepte. Ja, die müssen ja alle bearbeitet werden. Das wird natürlich zukünftig sehr viel effizienter werden. Und wir hören ja alle die öffentliche Diskussion. Momentan sind die Geldtöpfe, die sind nicht mehr ganz so voll, auch im Gesundheitswesen. Der Kostendruck, der wird nur ansteigen. Ich kann auch noch mal verweisen auf eine Studie von großen Beratungsunternehmen von McKinsey. Die haben ja das jährliche Einsparpotenzial durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen auf über 40 Milliarden Euro beziffert. Da ist nur ein kleiner Teil entfällt dabei auf das elektronische Rezept. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, so 1 Milliarde Euro. Wenn man sich mit der Studie mal im Detail beschäftigt, kommen diese 1 Million Euro fast ausschließlich aus der geringeren Zahl von Einweisungen in Krankenhäuser. Ja. Infolge von der Vermeidung von schwerwiegenden Wechselwirkungen. Das ganze Thema Effizienz, das Nichtbearbeiten von Papieren, ist da noch überhaupt nicht mit drin. Also ich glaube, das ist ein zweiter Nutzen, aber nochmal, im Zentrum steht natürlich der Nutzen für den Patienten. Es werden schwere Wechselwirkungen vermieden bis hin zu Todesfällen.
Super, das ist eine Diskussion, die ich im Vorfeld auch schon mit Kollegen geführt habe, die im Moment dann immer fragen, warum ändert sich denn das? Deswegen ist es gut, dass wir heute im zweiten Teil dann auch nochmal drauf eingehen, auf das Thema Daten. Warum soll sich durch das E-Rezept, die Information ist am Ende ja dieselbe, plötzlich die Krankenhauseinweisung reduzieren? Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir den gesamten, das Big Picture uns anschauen, wenn es um die Daten am Ende geht. Vielen Dank erstmal hierfür. Nun ändern wir den Blickwinkel und gehen Richtung Krankenkasse. Nicht in die IT der Krankenkasse, sondern tatsächlich in die Krankenkasse. Kai Svoboda ist stellvertretender Vorsitzender der IKK Classic und er kommt in der Historie aus beiden Seiten, also auf Seite des Leistungserbringers und dann hat er die Seiten gewechselt und ist jetzt auf Seiten der Krankenkasse. Und ich bin sehr gespannt auf die Einschätzung zum E-Rezept und dem größten Veränderungspotenzial hier in dem Bereich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und wenn man als Fünfter dran ist in so einer Runde, dann besteht immer die Gefahr, dass relativ viel von dem, was man sich überlegt und aufgeschrieben hat, bereits gesagt wurde. Aber wie eben angesprochen, ich komme ursprünglich aus der Welt der Leistungserbringer, aus dem Krankenhausbereich. Ich bin jetzt seit 4 Jahren Vorstand einer großen Krankenkasse und uns eint eines, nämlich im Mittelpunkt steht der Patient, der Versicherte. Und das genau ist auch für mich der wichtigste Punkt beim Einführung des E-Rezepts. Es wurde eben genannt, nur als Katalysator für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Zunächst mal hat man natürlich sehr direkte Auswirkungen wie einfachere Prozesse, schlankere Abläufe. Der Versicherte kann eben vorher in der E-Rezept-App nachschauen, ist dieses Medikament verfügbar in der Apotheke oder eben nicht. Er erspart sich unnötige Wege des Markets so für eher einen geringeren Nutzen, nach einem geringeren Nutzen klingen. Aber wenn man überlegt, dass viele, die eben Medikamente benötigen, schwer krank sind, kann der eine Weg weniger eben schon sehr hilfreich sein. Das spart unter Umständen Logistik- oder Transportkosten, die Krankenkassen. Also wir haben sicherlich auch bessere und einfachere Abläufe durch die Einführung des E-Rezepts. Aber spannend ist das Ganze für mich erst, wenn das E-Rezept dann eben auch an den Rest der Telematikinfrastruktur eingebunden wird. Denn erst dann ist der tatsächliche Nutzen quasi realisierbar. Und da geht es mir im Wesentlichen um die Stichworte Vernetzung, zur Optimierung der Versorgung und das Ganze mit Echtzeitdaten. Das haben wir nämlich heutzutage noch in keinster Weise. Was wir in allen anderen, vorher ging es auch darum, wir sind da in Europa relativ weit hinten dran. Wir sind aber in Deutschland als Gesundheitswesen auch sehr weit hinter anderen Branchen. In anderen Branchen werden Daten jetzt bereits genutzt, dass eine Reise einfacher und komfortabler gebucht werden kann. Dass ich bei Amazon, wenn ich mir ein Buch bestelle, möchte es nicht haben, habe ich das Geld relativ schnell wieder auf dem Konto. Das sind alles eigentlich Komfortgründe, die es da gibt, wie die Daten genutzt werden. Aber in dem Bereich, wo es tatsächlich um unsere Gesundheit geht, es wurde eben auch schon angesprochen, Arzneimittelsicherheit, quasi die falsche Verordnung von 2 Arzneimitteln, die dann zu Krankenhausaufenthalten führt, ist der eine Punkt. Aber viel wichtiger noch, dass Verordnungsdaten, die in Realität zur Verfügung stehen, auch dazu helfen, dass wir als Krankenkasse ein besseres Versorgungsmanagement anbieten können, dass wir durch Empfehlung von Präventionsangeboten tatsächlich an der einen oder anderen Stelle Krankheiten erst gar nicht ausbrechen lassen oder die Therapie von Krankheiten beschleunigen können. Das steht für mich im Mittelpunkt. Also die optimierte Vernetzung von Leistungserbringern, Patient und auch Krankenkassen, um die Versorgung in Summe zu optimieren. Und bei den 42 Milliarden Euro aus der McKinsey-Studie, da ist, glaube ich, noch gar nicht mit einberechnet. Ich kenne sie nicht im Detail. Aber dass insgesamt dann auch quasi es weniger Krankheit in Summe geben wird und die Behandlungen besser, schneller, effektiver verlaufen. Das ist nämlich nochmal ein Riesenhebel, dass heute viel zu viele Menschen noch schwer erkranken, was man verhindern könnte, indem man die Daten besser nutzen würde. Natürlich, Datenschutz muss immer eingehalten werden, aber ich glaube, da gibt es heutzutage genügend Möglichkeiten durch Anonymisierung, durch Pseudonymisierung, wird übrigens in vielen Teilen der Welt auch ganz anders gemacht, Gesundheitsdaten eben zur Optimierung der Versorgung zu nutzen. Und das ist für mich der Game Changer. Und aber wie gesagt, das E-Rezept ein ganz wichtiger Schritt, aber nur als Katalysator für alles Weitere.
Super, ich freue mich dann auch gerade auf den Datenteil danach noch, dass wir das noch diskutieren können. Ich glaube, da haben wir auch die Einblicke aus Israel. Herr Feltens war ja auch in Israel. Und wenn man sich dort anschaut, dass dort Krankenkassen wie Maccabi seit 25 Jahren die kompletten sondern überhaupt Krankheitsdaten ihrer Versicherten digital vorliegen haben, dann wissen wir, wo wir in Deutschland jetzt stehen. Das hat uns, glaube ich, das Thema Impfungen gezeigt, wo Israel doch sehr, sehr schnell reagieren konnte und sehr viel für eigentlich die Weltforschung in diesem Bereich getan hat. Und um diese Daten aufzuholen, muss es einfach weitere 25 Jahre in Deutschland dauern. Das zeigt einfach, wie weit hinten wir dran sind. Und umso wichtiger, dass wir jetzt endlich mit der Digitalisierung beginnen. Und ein Vorreiter in diesem Bereich ist Frank Böhme. Er ist Gründer des heute hier einladenden der Firma Scanex. Immer in dem Gesundheitsbereich unterwegs gewesen. Und jetzt vielleicht die kurzfristigen Änderungen. Wir hatten jetzt ja schon so ein bisschen langfristig, so die Änderungen, die wir innerhalb, sagen wir, der nächsten 12 Monate sehen werden. Wo siehst du die? Was wir uns vergegenwärtigen müssen, ist, dass wir hier mitten in der Transformation von einem der aufwendigsten Verwaltungsprozesse im deutschen Gesundheitswesen befinden. Da werden über 40 Milliarden Euro abgerechnet. Stefan Feltens hat es eben schon gesagt, mehrere hundert Millionen Rezepte. Und jetzt haben wir jahrelang natürlich auf dieses Ziel hingearbeitet, dass wir den Gesamtprozess beschleunigen wollen, dass wir eine Direktabrechnung wollen, dass wir Erstattungssicherheit haben, und zwar nicht nur auf Apotheken, sondern auch auf Krankenkassenseite. Und was wir merken in der Diskussion der letzten 12 Monate, ist eine komplette Veränderung. Also während wir vor 12 Monaten noch häufig eine Reaktion hatten, also Direktabrechnung, das geht nicht, das wird es nicht geben, das ist noch Jahre weg, sieht man jetzt, wie das Bewusstsein, dass das E-Rezept nicht nur eine Änderung des Aggregatzustandes ist und sich auswirkt auf alle Folgeprozesse, also nicht nur auf natürlich den Bestellprozess, wie komme ich an mein Medikament, sondern welche Informationen kann ich von der Krankenkasse bekommen, wenn ich dort ein 5.000 Euro teures Hämophiliepräparat abzugeben habe. Und das ist für viele Apotheken eine große Hürde, weil die einfach Angst haben, dass sie dort eventuell eine Rechnungskürzung erhalten. Und dass ich dann anschließend voll elektronisch abrechnen kann und dir eine Erstattung erhalte, was auch unmittelbare Auswirkungen auf die Liquidität hat. Da wird sich einiges ändern. Und ich sehe das sowohl auf der Apothekenseite, da gibt es ja viele Dienstleister, 25, 30, die aktuell damit beschäftigt sind. Ich glaube, der wird am Ende wahrscheinlich nur einer übrig bleiben. Da kann ich jetzt mal einfach nach Schweden schauen. Da werden 3% aller Rezepte oder ärztlichen Verordnungen werden über Papierbelege abgerechnet. Das ist praktisch für Notfallszenarien, Leute, die kein Handy haben und so weiter. Und da wird wahrscheinlich nur ein Scanner sein, die bleiben. Die Frage ist, wer ist das? Und das Gleiche sehen wir im Krankenkassenbereich. Das kann man alles voll elektronisch abbilden. Und da sehe ich, das ist tatsächlich ein Szenario, weil da reden wir jetzt natürlich mit vielen Leuten im Gesundheitswesen, hat auch jahrelang gedauert. Aber wenn du mich fragst, was in den 12 Monaten passiert, werden wir das sehen. Wir haben die ersten Rezepte abgerechnet, und zwar nicht nur mit Krankenkassen, sondern auch nach dem Notdienstfonds, Herstellerrabatte. Das wird vollautomatisch laufen, da bin ich sicher. Sehr schön. Die Bereiche Effektivität und Zeitersparnis haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich denke, das ist etwas, worauf wir uns freuen würden, wenn es so käme. Und ich kann in dem Punkt tatsächlich den Kolleginnen und auch den Leistungserbringern, wie wir vorhin durch den ärztlichen Kollegen schon gehört haben, wirklich bestätigen, es ist so. Der Ablauf der Bedienung eines E-Rezepts, und ich durfte bei mir jetzt in den Apotheken fast 1.000 beliefern, ist eine deutliche Verschlankung von der kompletten Abarbeitung her und vor allem von dem Kontrollwahnsinn, der im Anschluss kommt. Auch die Abrechnung, weil ich hier schon gesehen habe, dass Fragen kamen, war bis jetzt absolut problemlos und retaxfrei. So viel schon an der Stelle. Und jetzt freue ich mich, noch den letzten in der Runde begrüßen zu dürfen. Wolfgang Rogalski kommt von der Bitmark. Bitmark ist etwas, was jedenfalls im Apothekenbereich sicherlich vielen von uns nicht bekannt ist, welche Firma oder was die Firma herstellt. Ihr seid IT-Dienstleister, vor allem im Bereich Krankenkassen.
Was interessant ist, ist das Angebot auch der EPA von euch, neben der Verwaltungs- und Abrechnungssoftware, dass ihr ein EPA-Anbieter seid für die elektronische Patientenakte, die eine ganz zentrale Rolle für die Daten spielen wird. Und was ich heute lernen durfte, dass der Name Bismarck tatsächlich von Bismarck kommt und sich deswegen auch so schreibt, als 1883er Einführer der Krankenversicherung. Kombiniert mit BIT finde ich eine sehr, sehr spannende Mischung für heute und ich bin gespannt auf die Einschätzung der nächsten Monate und der Hauptveränderung durch das E-Rezept. Ja, danke auch für die Einladung. Ja, da haben sich tatsächlich mal vor einigen Jahren ein paar Menschen zusammengetan und haben dieses Wortspiel entwickelt. Ich glaube, mittlerweile kann man sagen, es hat sich gelohnt, weil wir ja doch einen relativ bedeutenden Teil sozusagen der GKV mit unseren Dienstleistungen oder mit unserer Software und mit unseren Datenstrecken sozusagen versorgen. Was das E-Rezept angeht und die Vorteile und das, was da zu erwarten ist. Also ich nehme mal für einen Moment lang die Patientenperspektive ein. Da würde ich auch Ihnen zustimmen, die gesagt haben, das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit, das also steht aus meiner Sicht auch sehr, sehr weit vorne, weil das E-Rezept im Grunde genommen erstmalig die Möglichkeit bietet, die verteilt vorliegenden Informationen zu bündeln, gebündelt verfügbar zu machen. Was wir im Moment haben im Zuge des Medikationsplans, ist natürlich irgendwo ein Schritt auf dem Weg dorthin. Aber wir wissen es ja, geht man zum einen Arzt, steht das drauf, was der verordnet hat. Beim nächsten Arzt steht der Rest drauf. Und es liegt dann in der Hand des Patienten, das sozusagen miteinander zu matchen. Und diese Aufgabe übernimmt das E-Rezept sozusagen von alleine, von Natur aus. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Dann sprachen Sie das Thema EPA an, elektronische Patientenakte. Beides, sowohl die EPA als auch das E-Rezept, sind ja mal als die Gamechanger bezeichnet worden, jeweils zu ihrer Zeit, wenn man so will. Jetzt kommen wir allmählich in eine Situation, wo beide zusammenkommen, wo beide zusammen ihre Wirkung entfalten können. Und deswegen kommt auch das Stichwort Katalysator, ist ja eben auch schon gefallen, auch völlig berechtigt, glaube ich, zur Geltung. Wenn es uns gelingt, und wir sind ja auf dem Weg dazu, wir haben über das Thema Identifizierung genau diesen Schritt vor einigen Wochen getan, dass man mit einer, ich nenne das jetzt mal EPA-Identität, das E-Rezept, die E-Rezept-App benutzen kann, dann ist das auch wieder aus Patientensicht eine deutliche Vereinfachung im Handling, im Umgang. Und dann kommen wir auch wieder ein Stück weit von dem Papier weg. Der dritte Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, der verweist auf, ja, sagen wir mal, auf Nebenschauplätze im Grunde genommen, die vielleicht gar nicht so im Fokus stehen, sonst wären es auch keine Nebenschauplätze. Aber wir haben ja rund um das E-Rezept ganz viele andere Datenverarbeitungsprozesse, sowohl in den Krankenkassen, natürlich auch bei den Apotheken und in allen möglichen Bereichen des Gesundheitswesens. Und wenn ich jetzt mal daran denke, in wie viele Bereiche hinein die Änderungen in den Datenstrukturen beim E-Rezept sozusagen sich noch weiterentwickeln müssen. Das werden sie tun. Und jetzt kann man einerseits sagen, oh Gott, was haben wir da noch alles zu tun? Auf der anderen Seite würde ich es aber mal positiv wenden und sagen, ja genau, das ist der Antrieb, es jetzt zu tun. Und all die Dinge, wo wir heute noch mit, ja, sagen wir mal, etwas rückständigen Technologien und Arbeitsweisen, wenig digitalisiert unterwegs sind, das wird alles darüber befördert. Und das ist der generelle Gewinn aus meiner Sicht als ja, Vertreter eines IT-Unternehmens hier. Danke. Um alle auch abzuholen, vielleicht noch eine kurze Hintergrundinformation. Was passiert denn, wenn das E-Rezept dispensiert und beliefert wurde in der Apotheke? Dann werden die Daten über diese Dispensierung oder genau was der Patient bekommen hat, zurückgeschrieben auf den sogenannten Fachdienst der Gematik und dort für 100 Tage verpflichtend gespeichert. Das ist jetzt ein großer Nutzen, den wir früher nicht hatten. Und diese Daten können dann wahrscheinlich ab 2024 in die EPA überführt werden oder vorher schon in der Gematik-App angezeigt werden und dann eben entweder über die EPA oder die Gematik-App auch den behandelnden Ärzten und den Apotheken zur Verfügung gestellt werden, auf Wunsch des Patienten. Und das ist der große Unterschied, dass wir hier eine Auflistung der wirklich dispensierten Medikation der letzten 100 Tage haben. Und das kann
einen Riesenunterschied ausmachen bei der Behandlung, bei der Erstbehandlung durch einen Arzt, bei der Behandlung im Krankenhaus, wenn ich sehe, was hat der Patient gestern bekommen und heute hat er gesundheitliche Probleme. Und über diesen Komplex würde ich gerne jetzt sprechen. Was ändert sich durch die Daten, die wir bekommen, erstmalig strukturiert und ohne großen Aufwand automatisiert? Die erste Anwendung des E-Health-Gesetzes, die erste Anwendung überhaupt in diesem Bereich war in Deutschland der BMP, also ein ausgedrucktes Papier. Jetzt sind wir beim E-Rezept, da sind wir auch wieder beim ausgedruckten Papier mit einem 2D-Code. Der BMP ist gescheitert, das kann man, glaube ich, so festhalten und wurde nicht eingesetzt. Beim E-Rezept werden wir jetzt den Durchbruch erreichen und haben dann die Daten innerhalb der Leistungserbringerschaft, wenn es der Patient möchte, zur Verfügung. Wenn wir diese Daten anschauen, die wir in Zukunft haben, und da möchte ich gleich nochmal an die pharmazeutische Industrie jetzt nachfragen und weiterreichen, was erhofft sich denn die pharmazeutische Industrie von mehr Daten im Sinne einer Patientengesundheit? Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage an dieser Stelle. Also ich glaube, da sind wir mit allen Playern in einem Boot. Was natürlich wichtig ist, ist, wenn Daten strukturiert vorhanden sind und vorliegen, ist, dass man tatsächlich damit auch arbeitet und für den Patienten arbeitet. Man bekommt mehr Informationen, man bekommt vertieftere Informationen und diese Informationen sind einfach wichtig. Nicht nur jetzt bei der Erforschung von Arzneimitteln, sondern auch tatsächlich bei der Begleitung von Patienten im Rahmen der Pharmakovigilanz, also der Beobachtung von Arzneimitteln, also in der gesamten Wertschöpfungskette. Und da kann ich mich eigentlich den Vorrednern auch anschließen. Die generierten Daten, die wir finden werden, sind wichtig und mit denen müssen wir aber sorgsam, datenschutzkonform, das glaube ich, braucht man hier in diesem Raum und an dieser Stelle auch gar nicht zu sagen, darum geht es auch gar nicht, sondern sorgsam mit diesen Daten umgehen zum Wohle der Patienten und zum Wohle der Versicherten. Und das ist, glaube ich, deshalb unterstreiche ich auch das Wort Katalysator, das ist, glaube ich, der Schritt, der nochmal das Rad sehr, sehr schnell drehen wird, was das angeht, weil die Daten eben nicht nur ja aus der EPA kommen, sondern denken Sie auch daran, wenn wir demnächst digitale Gesundheitsanwendungen haben, die auch dort Daten generieren, die dann wiederum in die EPA einfließen und die dann mit Arzneimitteldaten, mit Medizinproduktedaten kompatibel sein werden, das alles sich zu nutzen für die Patienten. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung einerseits, das gut und richtig zu machen, aber auch eine sehr, sehr große Chance. Vielen Dank. Wir haben in Deutschland sicherlich sehr, sehr gute evidenzbasierte Medizin. Wir haben ein GBA, wir haben sehr viel Forschung in dem Bereich, aber was uns eben fehlt, sind die notwendigen Daten, auf denen wir forschen können. Und wenn wir uns die häufigst verordneten Arzneimittel anschauen, sowohl von Summe her als auch von also Absatz als auch Umsatz, dann kommen da Medikamente vor, wie zum Beispiel ein Novaminsulfon, das in vielen Ländern, aus denen wir die Daten beziehen, überhaupt nicht im Einsatz ist. Und gerade daran erkennen wir, wie wichtig es ist, eigene Daten zu bekommen. Wenn wir schauen, wie kann Apotheke der Zukunft noch anders ausschauen? Wir haben schon gehört gerade von Ihnen den Einsatz eben mehr am Point of Sale Angebote zu machen, sei es was das Testen betrifft. Ich glaube, da haben die Apotheken vor Ort unheimlich viel gezeigt in den letzten 2 Jahren, was man leisten kann mit dem Einbringen in die Gesundheitsversorgung. Wir haben auch gezeigt, was wir für eine Rolle vor Ort erbringen können, wenn es um die Erklärung von digitalen Anwendungen geht. Wenn wir uns den digitalen Impfpass anschauen, den wir erstellt, erklärt, in Handys eingelesen haben vor Ort. Aber was kann Apotheke der Zukunft sonst noch sein, wenn wir das Datengemenge anschauen, Herr Feltens? Ja, wir bewegen uns ja zukünftig immer mehr im digitalen Raum. Ja? Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man Zusatzdienstleistungen, die wirklich für den Patienten einen Vorteil bringen, dass man die dann viel leichter anbieten kann. Ja? Da gehört ein Thema wie Medikationsmanagement dazu, da gehören Disease-Management-Programme dazu, da gehören die DIGAs dazu. Das ist heute alles, wir haben diese Medienbrüche. Dadurch wird das heute sehr schwierig für uns als Versandapotheke, aber auch für die Vor-Ort
Apotheken, das wird zukünftig viel fließender, viel einfacher werden. Und ich glaube, da stehen wir erst am Anfang. Ja, nochmal dieser Begriff des Katalysators, da wird das E-Rezept sehr viel bewegen können. Und was in der eigentlich auch in der Entwicklung des E-Rezepts, aber auch in den Diskussionen immer wieder zu kurz kommt, das ist der Patient, das ist die Patientin. Ja, wir denken das immer aus Sicht der Leistungserbringer. Wir sind aber auch alle Patienten oder Patientinnen. Also ich bin Diabetiker, ich war deshalb froh, dass ein Vertreter der Diabetikervereinigung in dem letzten Panel auch mit dabei war. Das ist aber eher die Ausnahme. Also auch da nochmal ein Dank hier an die Veranstalter, dass man den Patienten da mitdenkt. Ja, und wenn ich mir meine eigene Patientenreise da vergegenwärtige als Diabetiker, da gibt es enorm viel Potenzial, dass ich zum einen meine eigene Krankheit viel besser managen kann in der Zukunft durch digitale Zusatzangebote, aber auch, dass das Leben ein bisschen einfacher wird, dass ich nicht so oft zum Arzt laufen muss. Manchmal muss ich meinen Arzt sehen, aber häufig wäre ich dankbar, mein Arzt bietet es noch nicht an, ja, wenn ich das via Videocall machen könnte, das E-Rezept, das habe ich dann sowieso im digitalen Raum, das schicke ich, darf ich jetzt sagen, natürlich dann an die Shop-Apotheke, ja, das bewegt sich dann alles im digitalen Raum, da wird auch das Leben für den Patienten, nicht nur für die Leistungserbringer, ich glaube, es wird für alle Leistungserbringer, wenn wir mal die Lernkurve, wenn wir da ein bisschen hochgeklettert sind, wenn wir das hinter uns haben, aber auch für die Patienten und Patientinnen wird vieles einfacher werden in der Zukunft. Wenn wir das gerade haben mit dem Ablegen von Sorgen, von der Angst, eine Angst, die ja bei Apotheken immer ist, ist das Thema Retax. Wenn ich jetzt schaue Richtung Scanex und Abrechnung, seht ihr da einen großen Vorteil im Bereich E-Rezept? Also es wird sicherlich Punkte geben, wie dass einfach die elektronische Arztunterschrift, sage ich mal, solche Retaxationen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, weil man nur einen Krake gesehen hat oder weil gar nichts drauf war, das wird automatisiert durch den Prozess natürlich wegfallen. Es wird sicherlich Sicherheit geben an der einen oder anderen Stelle, gerade bei hochpreisigen Medikamenten. Und wir wissen ja, wie das ist. Bei einem hochpreisigen Medikament geht es an die Liquidität. Bei einem niedrigen oder günstigeren Medikament, da sind einfach die Kosten für die Bearbeitung eines Widerspruchs deutlich höher. Und von daher sehen wir dort schon ein gewisses Potenzial oder sehen wir großes Potenzial natürlich. Und worum es uns geht, es geht nicht um die Retaxation, es geht um die Zeitersparnis. Also wie viel Zeit können wir schaffen, indem wir die Verwaltungsprozesse so verschlanken, dass sie das am Ende Nutzen für den Patienten ankommt. Das ist das Entscheidende. Ich würde aber gerne noch was zu dieser Datenbasis sagen, weil wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir gerade die Verordnungsinformationen, die sind im Moment auf dem Zettel, sind die zwar enthalten, aber bei dem bisherigen Abrechnungsprozess kommen die gar nicht bei den Krankenkassen an. Hat auch keiner in seinen Forschungsinformationen irgendwie drin. Das heißt, diese kleine Lücke erstmal zu schließen, das ist für mich schon ein Fundament, sonst brauchen wir gar nicht irgendwie anfangen. So, und dann müssen wir aus meiner Sicht natürlich die Schwelle für den Zugang zu diesen Daten absenken, weil wir reden alle über Medikationsmanagement und wir haben haufenweise Top-Absolventen, die extrem gut ausgebildet sind. Und die Frage ist, wie können wir dort so einen Wissenswettbewerb erzeugen, dass Leute, die mit einer unterschiedlichen Brille und einer ganz unterschiedlichen Profession auf die Daten draufschauen und sagen, hey, für den Patienten kann ich das machen, für den kann ich das machen und für den kann ich das machen. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir denken, das ist ja auch das Thema europäischer Datenraum, was jetzt diskutiert wird, dass wir das auch vergleichen können. Und das sind die allernächsten Schritte, die wir aus meiner Sicht jetzt angehen müssen. Danke dafür. Die Kommunikation hat Dani ja vorhin schon gesagt, ist der Schlüssel bei vielen Kommunikation, Arzt, Apotheke. Was gerade ja kommt, sind pharmazeutische Dienstleistungen im Bereich von Medikationsmanagement, AMTS, was ich sehr, sehr positiv empfinde, denn in dem Bereich geschieht einfach viel zu wenig und dafür brauche ich die Datenbasis, die spannende. Du hattest gerade angesprochen, den europäischen Datenraum. Da soll es ja 2025 eine Verpflichtung zum E-Rezept geben. Jetzt sind Sie Chef des Europäischen Online-Apothekenverbandes. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass ich 2025 ein Rezept der AOK rabattvertragskonform in Portugal einlösen kann. Wie soll man sich sowas vorstellen? Ich bin froh, wenn ich das in Baden-Württemberg von Bayern aus kann. Ja, also ich glaube, da gibt es einen Aspekt der Ambition, ja, der in dieser Regulierung zum europäischen
Datenraum damit mitspielt. Ich weiß auch noch nicht genau, ich glaube, es weiß noch niemand ganz genau, wie es funktionieren wird. Der Weg soll aber dahin gehen, die Reise soll dahin gehen, dass das in der Zukunft immer einfacher wird. Wie das genau ausgestaltet wird, das werden die nächsten Jahre zeigen. Ich sagte ja vorher schon, 24 EU-Mitglieder haben heute ein elektronisches Rezept. Deutschland wird es jetzt auch bekommen. Und da muss man sehen, dass das Zauberwort ist da die sogenannte Interoperabilität. Ja, wie es gelingt, dass diese unterschiedlichen Gesundheitssysteme immer besser miteinander kommunizieren können. Das wird noch holprig werden. Ja, aber nochmal, die Ambition ist, dass das immer einfacher werden soll. Also ich wage mal meine Einschätzung. Ich würde unterschreiben, dass Deutschland 2025 da nicht dabei ist. Aber jetzt würde mich noch mal interessieren, in den Punkten, in denen wir jetzt unterwegs waren, die Sicht der Krankenkasse. Denn ihr seid ja die, die versicherten Gelder verwalten und damit den maximalen Nutzen für die Versicherten auch erreichen wollen. Jetzt sind natürlich sehr viele Themen genannt worden, deswegen die Sicht der Krankenkasse. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, für mich ist immer wichtig, dass man alles aus Sicht des Versicherten oder der Patienten mal denken muss. Nicht immer, wie sind für uns die Abläufe und Prozesse am bequemsten, sondern aus Sicht des Versicherten. Ein weiterer Punkt ist die Datennutzung, die jetzt dann erst überhaupt möglich wird, eine ganzheitliche Datennutzung, weil derzeit hat jeder Leistungserbringer ein paar Daten des Versicherten. Der Versicherte selbst oder Patient selbst hat daheim ein paar Daten in Form eines Impfausweises oder vielleicht sogar einen digitalen Impfausweis oder in Form von einem Arztbrief, den er zufällig noch zu Hause hat. Wir Krankenkassen haben auch Daten, aber wie es eben schon angesprochen wurde, sehr zeitverzögert und auch nicht alles. Und jetzt wird uns ermöglicht, dass wir erstmalig eine ganzheitliche Sicht auf den Patienten und sein Problem, sodass es uns als Krankenkasse auch gelingen kann, proaktiv ein Versorgungsmanagement anzubieten und ihm Hinweise zu geben für mögliche Teilnahme an Disease-Management-Programmen, wurde eben genannt. Und zwar nicht erst viel später oder wenn es zu spät ist, sondern das Ganze kann jetzt in Echtzeit geschehen. Und wenn wir darüber sprechen, über europäische Datenräume, finde ich super. Sofort, je mehr und je mehr und größer, desto besser für die Aussagekraft der Daten. Nur wir müssen überlegen, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Wir stehen jetzt am Anfang eines langen Weges, um in Deutschland überhaupt erstmal die Daten, die schon lange zur Verfügung stehen, zusammenzuführen und dann sicher für eine verbesserte Versorgung zu nutzen. Und ich glaube, und ich weiß nicht, ob wir 2025 damit dabei sind beim europäischen E-Rezept. Ich denke, manchmal gehen die Dinger dann auch speziell, wenn es um Digitales geht, sehr viel schneller, wenn es mal gestartet ist. Also ich glaube, wir haben jetzt ganz lange gebraucht, um heute hier zu stehen, wo wir eben stehen. Und jetzt geht es darum, dass man die Schritte auch konsequent umsetzt, das E-Rezept nutzt, mit den anderen Angeboten der Telematikinfrastruktur, vor allem mit der EPA, vereint und am besten für jeden dann ein System zur Verfügung zu stellen und nicht, ich habe hier ein E-Rezept und irgendeinen QR-Code und irgendwie eine extra App, sondern am besten wäre doch alles unter einem Dach und dafür muss jetzt der erste Schritt konsequent getan werden. Vielen Dank dafür. Ich hätte gerne noch mal einen kurzen Satz an die, wir haben doch jetzt heute ja hier in der Runde unter den Zuschauern und Zuhörern eigentlich alles Profis. Deswegen jetzt noch ein letzter Ruf und Appell an die Profis. Einmal von dir, Frank. Also aus meiner Sicht müssen wir jetzt tatsächlich noch ein paar handwerkliche Dinge anpassen. Also ich sage mal, wenn ich hinter jedem E-Rezept eine Papierrechnung hinterher schicken muss, dann ist das irgendwie paradox. Also das sollen wir machen. Wir müssen uns überlegen, ob wir den Zeitplan straffen. Das halte ich für wichtig, dass wir über Hilfsmittel sprechen. Aus meiner Sicht sehen wir die gleichen Leute in den Connectathons. Aus meiner Sicht kann es da 2-3 Teams geben, die parallel arbeiten, um die nächsten Themen anzugehen. Und dann kann man auch darüber sprechen, können wir die Abrechnungsprozesse für Heil- und Hilfsmittel denen der Arzneimittel gleichschalten, so dass wir dort sagen, da kriege ich einen Datenstrom, dann können wir auch über Analytik sprechen. Das sind aber ganz handfeste Dinge, wo man jetzt aus meiner Sicht zügig bis zum Jahresende wirklich eine Lösung dafür braucht. Gut, ein Satz
Wolfgang Rogalski? Ja, ich kann dem nur zustimmen. Also ich glaube auch, dass es wenn man den ersten Schritt mal geschafft hat, dass es sich dann doch erheblich beschleunigen wird. Ich komme nochmal zurück auf das Stichwort EPA, weil es scheint mir wirklich der Schlüssel zu sein. Wenn wirklich für die Versicherten, für die Patienten erkennbar wird, dass beide miteinander sprechen können, besser wäre noch, sie wären miteinander verbunden und integriert. Gut, so weit sind wir nicht. Aber aus der Sicht eines Anwenders ist ja das Thema, wie logge ich mich eigentlich in so ein System ein? Also mit welcher Identität kann ich das eigentlich tun? Und da haben wir ja den entscheidenden Schritt inzwischen getan. Auch die Gematik ist ja dabei, die entsprechenden Dinge zu spezifizieren, sodass wir es auch flächendeckend hinkriegen werden. Aber für unser Bitmark-Universum, nenne ich es jetzt mal, für unseren Kundenkreis, sind wir ja in der Lage, mit der Identität der EPA auch die E-Rezept-App zu nutzen. Und ich glaube, das ist unmittelbar spürbar und das wird beides befördern. Sehr gut. Zum Abschluss noch Kim. Herr Kim. Kim ist für mich, da bringt mich immer noch TI-mäßig durcheinander. Vom einem Erzieher zum nächsten, was ist der Abschlusssatz für die Leistungserbringer? Der Abschlusssatz, das ist ja... Das ist jetzt ja großes bisschen, Kino, großes Kino ja jetzt hier. Ein bisschen Druck. Zum Glück ja, darf ich meinen Arztausweis zücken und mich dazu gesellt werden lassen bringen. Aber ich glaube, das ist der erste Schritt. Das ist Infrastruktur und ich würde sehr gerne alle bitten, die beteiligt sind, den Blick nach vorne zu richten und zu schauen, was wir hiermit erreichen können. Also zum ersten Mal haben wir in Realtime Daten, die verarbeitet werden, die gesundheitsbezogen sind. Und zum Beispiel nehme ich einfach mal unsere Kunden, die Krankenkassen. Sie haben den Versorgungsauftrag im Rahmen von DMPs zum Beispiel, Medikamente zu kontrollieren und gewisse Parameter zu tracken. Jetzt ist doch ein wunderbarer Zeitpunkt angelangt, wo man diese DMP-Programme vielleicht nochmal anschaut und beleuchtet im Rahmen der neuen digitalen Möglichkeiten, wie können wir das jetzt verbessern, wie können wir Overhead reduzieren, wie können wir aufhören, den Ärzten jedes Quartal irgendwie so ein Pamphlet hinzuschicken und zu sagen, ja, fax mir das mal bitte rüber, das wieder einzuscannen und so weiter und so fort. Also wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo wir tatsächlich in das digitale Zeitalter steigen können. Und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall nutzen und auch nicht zu eng denken, sondern als ersten Schritt zu Hilfsmitteln, zu Zuzahlungsbefreiungen, zu verschiedensten Prozessen, die einfach nur Overhead generiert haben. Ich glaube, jetzt können wir daraus Mehrwert generieren. Super. Aufgeben ist keine Option. Das haben wir gelernt aus den letzten Jahren. Vielleicht noch der Nachsatz, mehr Mut und weniger Angst. Und dann freue ich mich drauf, dass wir nächstes Jahr tatsächlich die Umsetzung feiern. Die erfolgte. Und damit übergebe ich wieder zu dir. Vielen Dank, Ralf. Und vielen Dank auch an das gesamte Panel für die spannende Diskussion. Können gerne noch kurz sitzen bleiben, während wir noch den Abschluss der Veranstaltung übernehmen. Denn wir wollen zum einen natürlich auch nochmal Danke sagen an unsere Partner, Sponsoren, Unterstützer, an alle, die dieses Event hier heute möglich gemacht haben. Einige dieser Personen haben wir heute hier auch in verschiedenen Rollen erlebt, andere nicht. Insofern nochmal ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Und natürlich auch last but not least, ein großes Dankeschön an Sie, von wo auch aus immer Sie auch zuschauen, entweder vom Büro aus, von zu Hause, aus dem Urlaub. Die Digitalisierung macht es möglich, nicht nur in Bezug auf das E-Rezept. Herzlichen Dank auch für Ihre aktive Mitwirkung. Uns haben sehr, sehr viele Fragen auch erreicht im Chat. Wir haben versucht, diese sowohl hier in die Diskussion einfließen zu lassen, als auch teilweise direkt im Tool Slido zu beantworten. Das teilweise auch auf direktem Wege, also nicht wundern, wenn im öffentlichen Chat da nicht so viele Antworten kamen, sondern wir haben das dann eher auf direktem Wege gemacht. Uns ist natürlich auch bewusst und da bitten wir etwas um Rücksicht, dass wir nicht alle Fragen an dieser Stelle beantworten konnten. Uns ist es aber trotzdem ein Anliegen, dass Sie alle Ihre Fragen loswerden können und schließlich auch eine Antwort darauf bekommen. Deswegen haben Sie dazu noch zwei Möglichkeiten von unserer Seite aus. Zum einen haben wir im Rahmen unseres zweiten Veranstaltungsteils How to E-Rezept, unser Praxisguide, eigentlich adressiert an Versicherte und Patientinnen, eine Q&A-Session von 17.30 Uhr bis 18 Uhr, wo einige unserer Experten und Expertinnen dann noch einmal Rede und Antwort stehen.
sehen, hier live aus Dresden, aus unserem Studio. Wählen Sie sich dort gerne ein. Die Zugangsdaten haben wir über das Chat-Tool Slido bereits rumgeschickt und Sie finden diese auch in Ihrer letzten E-Mail, die Sie von uns bekommen haben. Und darüber hinaus werden wir einige Fragen auch nochmal zusammenfassen, sammeln und dann im Nachgang zusammen mit einer Zusammenfassung der gesamten Veranstaltung noch einmal veröffentlichen, entweder auf der Webseite von Scanex oder auf der Webseite vom WIC2-Institut. Aber Sie können das nicht verpassen. Sie bekommen dann natürlich von uns eine E-Mail und wir werden Sie darauf hinweisen, sobald dieses FAQ online ist. Und damit bleibt mir nur noch einmal Werbung zu machen für unseren zweiten Teil. Ich denke auch für Teilnehmer, die wir eigentlich diesem ersten Teil, also dem Fachpublikum zuordnen, ist es ganz spannend, mal die Patientinnen- und Versichertenbrille aufzusetzen und einmal das E-Rezept eben aus diesem Blickwinkel zu betrachten. Deshalb laden wir Sie herzlich ein, hier auch 16 Uhr bis 18 Uhr noch einmal hier mit uns dabei zu sein. Den Zugang zum Livestream und dem Chat-Tool finden Sie ebenso auf unserer Webseite www.erezeptsummit.de. Hier auch nochmal eingeblendet für alle Apothekerinnen, Apotheker unter Ihnen, PTAs, gibt es auch Fortbildungspunkte, wenn Sie an beiden Veranstaltungen teilnehmen. Also hier nochmal der Aufruf, dieses auch wahrzunehmen. Und damit verabschiede ich mich auch hier an dieser Stelle noch einmal. Ein großes Dankeschön sowohl hier an unser Publikum vor der Kamera als auch an unser Team hinter der Kamera. Herzlichen Dank dafür. Und in einer knappen halben Stunde wird Sie an dieser Stelle dann Peter Escher, TV-Journalist und Verbraucherexperte, begrüßen zu unserem zweiten Teil How to E-Rezept, Praxisguide für Versicherte und Patientinnen. Damit bis dahin vielen Dank und auf Wiedersehen.